So, willkommen, willkommen. Endlich ist es nun soweit. Der Freitag Point und Klick Mittwoch geht wieder los. Und ich begrüße euch alle, also Chris, Eve und auch Eistreet. Welche Überraschung. Schön beim Snacken, finde ich gut so. Ich hätte jetzt auch gern Zwiebel, Chips, Dingers, was auch immer. So, erstmal fortfahren hier. Nee, God of War gibt's erst nächste Woche. Oder was meinst du damit? Das muss halt alles, das dauert halt alles leider noch ein bisschen. Ich bekomme das erst am Sonntag und dann Mittwoch ist mal Mittwoch, ne? Ach ja, zurück in einem wunderbaren Elfen-Phantasienland. Oh Mann. Also ich habe ja auch allgemein God of War. Was ist denn damit allgemein? Allgemein ist geil. Also ich sehe ja gerade aktuell die ersten Teile nochmal mit und ich muss einfach sagen, ich freue mich trotzdem auf den neuen. Ist egal, was ihr alle sagt. So, jetzt mal Point und Klicken hier. Was haben wir noch? Immer vorstellen, dass gerade das auf einmal auftaucht und in die Nase wirkst. Wieso will er dich denn jetzt schon wieder fertig machen, Chris? Was macht er denn? Bitte mal mit. Die Angel noch. Wir haben doch jetzt eigentlich den Plan, dass wir jetzt hier abhauen. Weil wir sind eine Prinzessin und wir können nicht hier bleiben. Hey, Cheap! So, der hat uns schon mal gesagt, dass wir das. Meinst du, ich könnte meinen Prinzessinnenbonus ausspielen? Du hast recht. Brauchen wir wirklich einen Kessel für Gold? Mit? Bin gleich wieder da, Cheap. Tröd, tröd. Hier ist noch ein Angelbuch. Zu viele komische Hinweise. Was haben wir denn? Bearbeitung haben wir noch. Da haben wir auch noch nichts mitgemacht, ne? Ein Buch über Holzverarbeitung. Schleifen, schneiden, hämmern, all das. Fandst du gut das Spiel? Auch den zweiten Teil schon gesehen? Also ich muss sagen, es ist einfach nur lustig gemacht hier. Holzverarbeitung. Wollen wir das nicht einfach dem Baum hier zeigen? Ich meine, er ist so glücklich und wir können ihn da bestimmt ein bisschen ärgern, oder? Nur so ein bisschen, weil das das Einzige ist, was wir jetzt noch nicht benutzt haben. Ob Bäume einen Schreiner wirklich für den Butzemann halten? Es ist nicht nett, aber das muss ich ausprobieren. Oh nein, mach ihn doch nicht traurig. Man kann einen Baum mit Hilfe einer Axt und Keilen problemlos fällen. Meiner Erfahrung nach geht jedoch nichts über eine scharfe Säge, die von zwei Mann geführt wird. Ritschratsch beißen sich die Zähne der Säge ins Holz und schon nach Minuten stürzt selbst der größte Baum zu Boden. Anschließend werden kleinere Äste und die Rinde am Stamm mit Beilen entfernt. Zersägt in mehrere Stücke, ist der Baum für den Abtransport bereit. Wow, ich fühle mich schmutzig. Schlimmste Horrorgeschichte ever. Schon wieder. Hä? Wo ist bitte der Regenbogen her? Mann, der arme Baum. Sieht voll hässlich aus. Zu meiner Verteidigung kann ich sagen, so sollte eine Trauerweide eigentlich aussehen. Und ja, da sind nicht nur die Eier von Game of Thrones in dem Raum, ist ja auch alles andere, was man sich so wünschen kann. Der Helm von Skyrim zum Beispiel. Dann lass mich raten, hier ist jetzt dieser blöde Topf voll Gold. Wirk. Nee. Nicht davor stellen. Put. Ist doch Regenbogen. Hey, ein Regenbogen hat sich gebildet. Seit die Weide aus unerklärlichen Gründen die Äste hängen lässt, scheint die Sonne wieder direkt auf den Wasserfall und der wirft einen hübschen Regenbogen in den Garten. Können wir nicht einfach buddeln? Ja, oder so. Der Spruch gerade ist ja auch aus Game of Thrones. Ich überlege gerade zu fällen. Ein Kessel voll Gold. Und kein grimmiger Kobold, der ihn bewacht. Glück muss man haben. Wir sind reich. Nochmal, zu fällen einen schönen Baum brauchst du eine Viertelstunde kaum. Zu wachsen, bis man ihn bewundert, dauert's bedenk es ein Jahrhundert. Etwas älter.
an, als ob. Und jetzt haben wir unser Cash. Wir haben auch, glaube ich, unser Wort schon, was wir brauchen. Können wir jetzt einfach gehen? Verwundert. Hier ist noch das Monster von Monster AG. Ich glaube, das ist der alte Drache aus dem ersten Teil. Hier ist der Portalwürfel. Ah, ich glaube, gut, so viel war hier jetzt auch wieder nicht. Ach ja, hier, der Würfel aus den 80ern. Hey, Chief. Ich habe hier einen Kessel voll Gold. Am besten wäre es, wenn du ihn zum Gestüt bringen könntest. Ich weiß auch, dass er zu schwer ist. Trotzdem, du könntest den direkten Weg nehmen, wirst an den Landesgrenzen nicht aufgehalten und wärst in wenigen Stunden wieder hier. In Seefels half mir ein Stärkungselixier gegen eine Ork-Kriegerin im Armdrücken zu gewinnen. Etwas in der Art bräuchten wir für dich. Na toll. Bin gleich wieder. Das Buster-Swordshorn von Cloud, was, wo ist das? Was, Buster? Ach ja, oh mein Gott, das ist mir gar nicht aufgefallen. Schwert. Es heißt, ein Herrscher im Norden wollte sich einen Thron aus den Schwertern besiegter Feinde bauen. Leider hatte er erst einen Gegner besiegt und kam ums Leben, als er sich trotz aller Warnungen auf den Thron setzte. Oh. Jedenfalls schönen Abend, Missy Licious. Schön, dass du dabei bist. Ach Mann, ich dachte, wir sind jetzt rich und so weiter und holen uns einfach den Vogel. Haben wir noch... Kann uns das Medizinbuch helfen? Hi. Na, wo drückt denn der Schuh? Wir sind... Was? Sex? Nein, wir sind aufgeklärt genug, würde ich sagen. Oder? Ich weiß nicht, wir sind eigentlich aufgeklärt genug, oder? Ich will eigentlich über andere Sachen reden. Wie laufen Elfenschwangerschaften ab? Sie sind menschlichen Schwangerschaften sehr ähnlich. Nur, dass sie deutlich länger dauern. Etwa 4 Jahre. Du bist vermutlich im 6. Monat. Und wenn ich in die Welt der Menschen gehe, um mit dem Erzmagier zu sprechen? Die Zeit in der Menschenwelt vergeht schneller. Dann wird auch deine Schwangerschaft schneller verlaufen. So viel ist sicher. Was das für Auswirkungen hat, ist schwer zu sagen. Mir ist nicht bekannt, dass schon einmal eine Elfe außerhalb des Waldlandreichs ein Kind bekommen hat. Hoffen wir, dass es dazu nicht kommt. Wenn alles gut läuft, bin ich innerhalb weniger Tage zurück und weiß, was passiert ist. Das wäre zu empfehlen. Eine Schwangerschaft stellt seltsame Dinge mit dem Körper und dem Charakter an. Es braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, was eine Turbo-Schwangerschaft einer Elfe im Menschenreich bedeuten würde. Holy. Ich meine, Chris, freu dich doch einfach, abgeschleckt zu werden. Ist doch nicht so schlimm. Dafür bin ich doch. Unangenehmes Thema. Wir gehen wieder. Aber wenn wir jetzt rausgehen ins Menschenland, sind wir dann viel schneller schwanger? Also fertig mit schwanger? Ach, was auch immer. Verwirrend. Ja, Stärkungselixier steht hier doch bestimmt irgendwo rum. Ich glaube, wir geben ihm einfach den Topf und fertig. Ja, nimm. Nein! Super, ich fange an und verzweifle direkt wieder. Na, das wolltet ihr doch alle sehen. Du kannst Ohrringe haben. Nein. Ah, Mann. Vielleicht kann uns unser Vater helfen? Wow! Damit habe ich nicht gerechnet. Mein Gott! Das brauchen wir. Den Kleinen kenne ich jetzt nicht. Oh, ist ja geil. Ah, stimmt, ich habe schon. Hilft uns bestimmt in dieser Welt. Mann, oh. Meine Verzweiflung hören. Ich frage einfach irgendwelche Leute oder Gnome, die mir helfen. So. Da jetzt davon. Oh Gott. Du lässt es dir... Was kann ich... Achso. Ich brauche deinen Spaten nicht mehr und habe ihn da drüben hingestellt. Das ist gut. Und ein schönes Loch hast du auch gegraben. Mitten in meinen Rasen. Oh. Verzeih. Ach, was soll's. Ich pflanz irgendwas rein. Ich muss weiter. Arbeite nicht so viel. Nö. Der doch nicht. Okay.
Wollten wir einen Verstärkungstrank oder sowas? Oh Gott, zu viel Baum. Ich lasse sie arbeiten. Diese Sache mit der magischen Seuche scheint sie wirklich zu beunruhigen. Ich wollte doch gar nicht helfen. Du, Papa? Ja, Spätzchen? Was? Jonathan Frakes? Wer ist das denn? Mal angenommen, Cheep Cheep soll etwas Schweres durch die Luft transportieren. Wie könnte ich dafür sorgen, dass er es schafft? Du könntest mich darum bitten, ihm die entsprechenden Kräfte zu verleihen, was du hiermit getan hast, nicht wahr? Würdest du? Ich kann ihm zusätzliche Kraft schenken. Aber der Effekt wird nicht lange genug anhalten, um euch, sagen wir mal, nach Seefels zu bringen. Das muss er auch gar nicht. Es geht nur um eine kurze Strecke. Bring mir einige Sonnenblumenkerne. Ich weiß trotzdem nicht, wer Riker ist. Ist die Geschichte wahr oder frei erfunden? Und ja, hier. Ich habe hier ein paar Sonnenblumenkerne. Alles vorbereitet? Gut. Halt still. Das war's? Gib Cheep Cheep diese Körner zu essen, kurz bevor er zu seiner Reise aufbricht. Danke. Riker. Nee, ich bin da nicht so bewandert. Tut mir leid. Nee. Nicht wirklich. Ich habe einiges, über das ich nachdenken muss. Auf Wiedersehen, kleine Tochter. Ja, ich kenne auf jeden Fall die... X-Faktor kenne ich. Der hat... Ah, der! Ah, okay, alles klar. Das sagt mir viel mehr. Ja, vielen Dank dafür. Ah, der! Okay. Und der hat die gleiche Stimme? Also in einem Deutschen dann die Synchronstimme von ihm oder was? Fängt der mit Star Trek an oder so? Ich weiß es nicht. X-Faktor hat doch jeder geschaut. Also. Hier. Flieg. Flieg! Vater hat diese Sonnenblumenkerne verändert. Und? Spürst du etwas? Oh nein. Nun übertreib mal nicht. Oh Gott. Schon gut, hier. Ob das gut geht? Cheep neigt ohnehin zur Selbstüberschätzung. Was ist dann erst mit Super Cheep? Mit Speed Cheep? Ja, warten wir jetzt oder müssen wir so viel fertig machen oder so? Ich habe keine Ahnung. Lief ja doch besser als erwartet. Auch schon alles, was wir brauchen. Ich muss noch ein Schwert mitnehmen. Nee. Jetzt übertreibt er es aber. Oh Gott, ey. Der blöde Speedvogel hier. Doch wieder zurück. Na. Ich dachte, du wolltest nur den Kessel voll Gold abliefern. Dir sei es gegönnt. Ja, Angebervogel. Ist klar. Da drin ist er also? Unser Hippogreif? Warum hat das Gestüt ihn verpackt?
Hätten sie ihn nicht einfach neben dir herfliegen lassen können? Du meinst, er war schon in der Kiste? Du hast ihn gar nicht gesehen? Dein Vertrauen möchte ich haben. Oh Mann, naja, wenigstens ist er munter. Jeep hat den Hippogreif blind gekauft. Sein Vertrauen in das Gestüt Ikuleus ist größer als sein Misstrauen in die Verschlagenheit der Menschen. Ganz ruhig, ich bin ja schon dabei. Oh nein. Was ist das? Hast du noch die Quittung, Jeep? Was ist das? Ist so hochgezogen? Ja, super. Jeep? Sah der Hippogreif in deinem Magazin nicht anders aus? Größer? Mehr Greif? Weniger Hippo? Kaputt gezüchtet, würde ich sagen. Ob das die Seuche ist? Mutter sagte, sie verwandle Dinge. Ja. Hippogreif. Geht das? Du bist stark, oder? Du konntest immerhin die Kiste zertrümmern. Yay! Kannst du mich bis nach Seefels tragen? Also schön. Oh Gott, ich will mich nicht draufsetzen. Nein. Der Erzmagier ermordet? Von Wilbur Wetterquarz? Da ist irgendeine Schweinerei im Gange, Cheep. Ich glaube weder das eine noch das andere. Irgendjemand ist für diese Seuche verantwortlich und irgendjemand will unseren Freunden schaden. Oh nein, das ist voll krank. Auf nach Seefels. Es kann wirklich fliegen. Es kann unser Gewicht tragen. Oh mein Gott. Oh, Hilfe. Das arme Vieh. So, wie geht's euch überhaupt? Ich hab doch gar nichts erzählt. Was ist so los heute? Was snackt ihr jeder so? Mein Name ist Wetterquarz. Professor Wetterquarz. Sie wollen uns unterrichten? Ja. Ach, du Kacke. Warum denn nicht? Sie sind ein Gnom. Gnome können nicht zaubern. Ich schon. Bei meiner Magierausbildung habe ich... ja? Meine Mutter sagt auch, dass Sie kein Lehrer sein sollten. Aber ich finde Sie ganz toll, Herr Professor. Danke. Sagen Sie, Professor, was genau ist die magische Konstante? Wie lange muss ein Veritaserum reifen? Was können Sie uns zu altmagischen Runen sagen? Ach, okay, jetzt kam mir doch erstmal ein bisschen mehr gequatscht als gedacht. Aber sie ist nicht fett, sie hat noch ein zweites Menschlein in sich drin. Also, naja, und das kleine Vieh ist halt klein, was auch immer das war. Und einen großen Eisbecher. Kann man doch mal wieder nehmen. Ah, ich glaube, Chris hat sich auch wirklich die Ruhe erstmal verdient und den Feierabend auf jeden Fall. Dümp, dümp, dümp. Da prügeln sie sich. Okay, lasst euch Zeit. Oh Gott, die sind schon wieder so nervig. Blöde Kinder. Ich werde dir all deine Fragen beantworten, aber nicht jetzt. Geschichte der Zauberei steht auf dem Stundenplan. Dann eine Geschichtsfrage. Wie jeder weiß, sind Gnome völlig inkompetent, wenn es um Magie geht. Um genau zu sein, gab es nur einen einzigen Gnom in den letzten 800 Jahren, der als großer Magier in Erscheinung getreten ist. Er besiegte Grema, den letzten der großen Drachen. Wie hieß er doch gleich, dieser letzte große Gnomenmagier? Wie will gehen, mal kurz, ne? Ich brauche nur einen Schluck Wasser.
Frosch im Hals. Ha! Oh Gott. Ja, mir geht's super, also alles entspannt. Mann. Meister Markus hat mich gewarnt, dass mich die Schüler in den ersten Stunden testen würden. Aber das hier ist ein Albtraum. Ich weiß diese Dinge nicht. Ich weiß gar nichts. Ganz ruhig. Lass dir etwas einfallen, Wilbur. Oh, cool, danke für dein Follow. Und ja, da holst du wieder den Mann mit den langen Zeigefinger raus. Better als ein Ziegelstein. Ja, better. Der Mann mit dem Zeigefinger, das tut mich ganz so dolle weh. Was ist das? Achso, warte mal, das ist das Hasenschaf aus dem ersten Teil, ne? Ist das gerade unsere Hausaufgaben? Ich hoffe nicht. Das ist Fridolin, mein Hasenschaf. Ich musste während meiner Magierausbildung einen Verwandlungszauber vorführen. Und das ist das Ergebnis. Ich glaube, wir geben ein gutes Team ab. Ein junger Magier und sein Hasenschaf, die gemeinsam für das Gute kämpfen. Leider tut Fridolin nicht viel, außer im Bett zu liegen und zu futtern. Ich muss ihn erst noch von der Sache überzeugen. Wir sollten vielleicht mal noch irgendwelchen Sachen suchen für die Kinder, oder? Steini ist toll. Er hat Steini zugemauert, einfach so. Meister Markus und der Erzmagier waren so damit beschäftigt, die Stadt wieder aufzubauen, dass niemand Gelegenheit hatte, mir etwas übers Unterrichten beizubringen. Unten in der Stadt stand dieser Karton in einem Schaufenster. Ich dachte mir, er könnte nützlich sein. Immerhin sind Kinder mit Zauberstäben darauf abgebildet. Aber leider scheint es dabei nur um diese Tricks zu gehen. Wie die Sache mit Herrn Wuppermann, dem Zylinder und dem Kaninchen. Die ganze Familie, gleich übertreiben. Gucken wir einfach in die magische Kugel. Mit solchen Kugeln können sich Magier über weite Strecken hinweg unterhalten. Meister Markus hat es mir erklärt. Er wird wissen, wie ich aufmüpfige Schüler bändigen kann. Ach, also, ja. Wie war das? 6, 4, 7, 3, 1. Wer ist da? Falsch verbunden. Fehlt uns jetzt irgendwie die richtige Nummer schon? Oh Mann. Da haut doch erstmal wieder ab. Naja, Unweisentrieb. Warte mal, umgedrehtes Kappa? Ist das neu? Ich weiß die Nummer nicht mehr, über die ich Meister Markus erreichen kann. Ich hatte sie auf meinen Notizblock geschrieben. Dieser Notizblock, oder? Hat er den mit? Nee. Na, Kumpel? Was isst du denn da? Hey, das ist ja mein Notizblock. Ich brauche den Notizblock noch. Darin steht die Nummer von Meister Markus. Ah, von einem anderen Streamer, alles klar. Aber ja, der sieht echt gut aus. Ich nehme auch gerne irgendwie so einen umgedrehten Smiley mal irgendwann. Ich skippe das her. Ich brauche den Not... Oh. Kann er nicht einfach ein Kuscheltier haben oder so zum Fressen? Ich gucke mal, was es noch so gibt. Oh Gott, der ganze Raum ist voll. Genau, nimm den Teddy. Der Teddy ist nur ein Andenken. Und moralische Unterstützung von zu Hause. Eine weiche und kuschelige moralische Unterstützung. Hier ein Foto. Oder wie können wir nochmal? Ein kurzes weißes Seil, ein paar Würfel, Spielkarten und eine Anleitung, wie man die Leute hinters Licht führen soll. Das ist einfach nicht richtig. Echte Magie oder gar keine. So ein Fake-Zauberkasten. Das muss der älteste Schuh sein, den ich jemals gesehen habe. Er ist so alt, dass er sogar das Müffeln verlernt hat. Das ist seltsam. Unten im Schuh liegt Papier. Vielleicht hat der Schuh ein Loch und das Papier sollte den Träger vor nassen Füßen bewahren. Das Blatt stammt aus einem Buch. Es ist in der Mitte gefaltet und vorne und hinten bedruckt. Ergibt 4 Buchseiten. Es wurde nicht herausgerissen. Sieht eher aus, als hätte sich das Blatt aus dem Leim gelöst. Ich stecke es ein.
Ja, also wie lange bleibt es immer noch deine Entscheidung, ne? Ich halte dich hier nicht gefangen. Der hat ganz schön viel zu dem Buch erzählt, zu den Seiten. Ein gefaltetes Blatt aus einem, ich weiß nicht, was für ein Buch es ist, aber... Okay. Wollen wir jetzt noch ein Buch zusammensetzen? Ah, das kann auf Dauer nicht gesund sein, wenn Fridolin immer nur Pergament und alte Schriftrollen frisst. Vielleicht mag er auch das Tierfutter, das ich gekauft habe. Natürlich bist du frei. Ach, Mensch. Willkommen zurück, Chris. Los, Fridolin, friss das, was du fressen sollst. Okay, wir machen es so. Ich gebe dir leckeres Tierfutter und du gibst mir dafür meinen Notizblock wieder. Okay, Kumpel? Nope. Gut, ich zuerst. Okay. Dann jetzt bitte meinen Notizblock. Hey, ich dachte, wir hätten eine Abmachung. Nope. Kann man sich irgendwie da hinten hinschütten? Vielleicht kann ich Fridolin von meinem Notizblock weglocken. Na komm. Das war's. Mehr ist nicht drin. Hey, Fridolin. Schau, Futter. Du musst nur hinhoppeln und es dir holen. Na? Oh. Wow, mein Hasenschaf hat Superkräfte. Aber jetzt ist das Futter leer und Fridolin scheint immer noch Hunger zu haben. Gib ihm die blöde Schachtel. Ah, kein Wunder. Ich hab's nicht richtig gemacht. Hier steht, platzsparendes Instant-Trockenfutter. Vor der Fütterung in Wasser aufquellen lassen. Oh. Mist. Ach, dann gib ihm einfach die Schachtel. Ach, Mann, oh. Der kommt auf die Idee instant. Oh Mann. Hilfe. Das ganze Schulgebäude ist etwas unheimlich. Niemand weiß genau, wo es in den letzten 20 Jahren gesteckt hat. Es war von heute auf morgen verschwunden und ist ebenso überraschend wieder aufgetaucht, nachdem der Krieg vorbei war. Steckt eine Menge Magie in dem alten Gemäuer. Der Kachelofen ist zum Beispiel immer an, obwohl ich ihn nie befeuert habe. Wie mysteriös. Ach Mann, ich will mein Zeug haben. Mein Zauberstab. Der König der Diebe hat ihn mir während meiner Magierausbildung besorgt. Er und die anderen Ratten haben in den letzten Monaten unermüdlich geholfen, die Stadt wieder aufzubauen. Sie arbeiten eng mit dem Erzmagier zusammen, wenn auch meistens im Verborgenen. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, wie er genau funktioniert. Manchmal vollbringt er ganz erstaunliche Magie, manchmal streikt er selbst bei einfachsten Aufgaben. Erzmagier Alistair hat versprochen, ihn sich bei Gelegenheit einmal anzusehen. Vielleicht hat er einen Wackelkontakt oder sowas. Leckeres Wassereis ist eigentlich auch ganz cool. Aber ich finde auch Schokosoße, Schokostreusel, dann noch ein paar Crossies rein und dann nochmal irgendwie, was ist diese Schokopokis. Man kann da ganz viel Zeug reinschmeißen. Dann ist es mehr Süßigkeiten als Eis, aber das schmeckt trotzdem gut. Was? Können wir damit irgendwie einfach... Komm, flieg. Ich habe ein paar Mal darüber nachgedacht, ob ich versuchen soll, Fridolin ganz in ein Schaf wieder zu verwandeln auch oder als. Zurück in ein Kaninchen. Aber er scheint ganz zufrieden zu sein, so wie er ist. Und ich habe Angst, dass ich ihn aus Versehen in einen Elefanten oder ein Stinktier verwandle. Ja, ne? Also, wenn schon, denn schon. Ach, dann ist es halt ein Stinktier. Das ist mein Vertrag, unterschrieben vom Erzmagier. Ich bin der erste Lehrer in der Schule für Zauberei und Hexerei. Zumindest seitdem die Schule wieder aufgetaucht ist. War die verschwunden oder so? Ach Mensch. Krempel angucken. Es sah hier schon so aus, bevor ich eingezogen bin. Generationen von Lehrern müssen ihren Kram hier zurückgelassen haben. Ich mag das. Die Schule hat eine Geschichte. Und wenn ich Zeit habe, werde ich in ihr stöbern. Aber die Kinder wollen doch jetzt was wissen. Von Winterfell mit? Du bist Erzmagier von Winterfell? Was? Wann das denn? Und wir kommen zurück, mal wieder. Hast du jetzt auch Eis dabei? Funktioniert nicht.
denn jetzt mit unserem Zauberstab? Nicht zaubern, so viel ist klar. Ach Mann. Überhaupt nicht anstrengend heute. Hatten wir das schon, die Fliegerbrille? Das ist die Fliegerbrille, die mein Opa mir von meiner ersten Reise nach Seefels gegeben hat. Ach so, in Skyrim. Okay, alles klar. Eine Fliegerbrille. Das Original ging verloren, als Opa mich aus der Kanone abfeuerte. Ach so. Nee, lass mal. Ich habe auch schon zwei von der Sorte. Wobei die nicht ganz so nervig sind. Nicht immer. Nur manchmal. Aber bestimmt nicht netter. Aber wie mache ich denn das jetzt mit dem... Hier kommt Frust, das hier. Ich weiß nicht, ob Fridolin dieses Papier wirklich lieber mögen würde als das von meinem Blog. Außerdem kann ich die Buchseite vielleicht noch gebrauchen. Nein, kannst du nicht. Fridolin ist ganz verrückt nach dem Zeug. Dabei habe ich es ihm gar nicht richtig zubereitet. Eigentlich soll man das Trockenfutter in Wasser aufquellen lassen. Schwestern, gehen bitte an mich. Nee, die willst du alle nicht haben. Glaub mal. Aber müsste das jetzt nicht eben aufquellen? Eine Schale mit frischem, kühlem Wasser für meinen Mitbewohner. Zum Mitnehmen ist die Schale ungeeignet. Ich meine, wie soll ich eine Schale... Es ist ja nicht so, als könnte ich alles Mögliche einfach so einstecken. Aber hier im Zimmer könnte ich die Schüssel wohl benutzen. Geh jetzt einfach hinterher zu trinken. Wie wäre es mit etwas Wasser, um das Futter runterzuspülen? Das habe ich mir gedacht. War ziemlich trocken, das Futter, oder? Oh Gott, die wird bestimmt jetzt richtig fett. Siehst du, wie gut ich mich um dich kümmere? Vielleicht könnten wir dann jetzt nochmal auf meinen Notizblock zu sprechen kommen. Oh. Ups. Ich lese nächstes Mal erst die Anleitung. Versprochen. Entschuldigung. Bisschen fett geworden. Kommen wir jetzt überhaupt noch daran? Na los. Rutsch mal. So liebevoll. Hier steht Meister Markus. Nur in Notfällen. 64179. Wenn das kein Notfall ist. Ich verliere den Respekt meiner Schüler noch bevor ich ihn hatte. Ach, wenn du dann auch so aussiehst, kann man dich dann auch so umherrollen? Dass du dann so liegen bleibst und noch mit den Hinterfüßchen in die Luft strampelst und ich weiß, wie du wieder auf den Boden kommst? Nein, dann ruf mir einfach so an. Uiuiui. Also gut. 6, 4, 1, 7 und 9. Hoffentlich klappt es dieses Mal. Ja, hallo? Meister Markus! Wilbur, was ist denn? Das tut ja auch ohne Futter. Also sehr schön, okay. Hauptsache Spaß am Leben, ne? Ich hab ganz blöde Schüler. Da ist dieser Junge. Der ist frech und unverschämt und er hört nicht auf mich. Wilbur, du bist jetzt Lehrer. Natürlich sind die Schüler frech und unverschämt. Du musst dich durchsetzen. Ich bin doch erst seit ein paar Tagen Lehrer und ich bin ganz alleine. Und die Schule ist unheimlich. Und es gibt keine Lehrbücher. Und niemand will etwas lernen. Und ich hab keinen Bock auf den Scheiß. Niemand erwartet von dir, dass du sofort der perfekte Lehrer bist. Begeistere deine Schüler für Magie. Das wäre ein guter Anfang. Also irgendwas zaubern. Warum muss ich alleine hier unterrichten? Warum gibt es keine anderen Lehrer? Im Krieg sind viele Magier umgekommen. Es gibt nur noch wenige von uns. Und die meisten, die überlebt haben, gehen lukrativeren Beschäftigungen nach. Alchemie, Geisterjagd, Kindergeburtstage. Aber es ist doch wichtig, neue Magier auszubilden. Wenn die besten von uns nur hinter dem Gold her sind, wer soll sich dann um die nächste Generation kümmern? Lehrer zu sein ist eine wichtige und ehrenvolle Aufgabe, Wilbur. Auch wenn andere sie gering schätzen. Lehrer sein ist echt blöd. Mach das bloß nicht. Nee. Ja, doch, da. Es muss vor langer Zeit einmal einen Gnomen mit großer Zauberkraft gegeben haben.
Er hat irgendeinen Drachen erschlagen. Grima, der letzte der großen Drachen, wurde der Legende nach von einem Gnom besiegt. Genau den meine ich. Wie hieß der Gnom? Das weiß niemand. Er traf ein in Zeiten größter Not und rettete die Menschen des Südlands, indem er Unmögliches vollbrachte. Dann verschwand er spurlos. Wow! Aber einer meiner Schüler hat mich nach seinem Namen gefragt. Dann wollte er dich wohl aufs Glatteis führen. Einige Schüler wollen deine Schwachstellen finden und ausprobieren, wie weit sie gehen können. Lass dir nichts gefallen. Könnten wir das vielleicht gewesen sein, dass wir wieder mal in der Zeit gereist sind? Komm, wir zaubern einfach irgendwas. Sie meinten, ich soll meine Schüler begeistern. Aber wie stelle ich das an? Ich habe keine Ahnung von Geschichte der Zauberei. Offensichtlich nicht. Sonst wüsstest du, dass man damit keine Hexe hinter dem Ofen hervorlocken kann. Aber es steht auf dem Lehrplan. Ach, vergiss den Lehrplan. Mach das, was du gut kannst. Zaubere. Bring sie zum Staunen. Bring sie dazu, das auch können zu wollen. Aber ich weiß nicht wie. Wilbur, du hast ein Schaf aus einem Zylinder gezaubert und wusstest nicht wie. Geh da raus und hau sie um. Lass die Magie die Arbeit tun. Du weißt vielleicht nicht, was du tust, aber du tust es. Einfach zaubern? Einfach zaubern. Okay. Danke für Ihre Hilfe, Meister Markus. Ich bringe die Stunde irgendwie hinter mich und dann melde ich mich nochmal. In Ordnung? Nein, tut mir leid. Du hast mich beim Packen erwischt. Ich breche auf, um mit ein paar Freunden zwei spannende Wochen zu erleben. Na toll. Sie fahren in den Urlaub? Jetzt? Vielleicht ist es mehr als nur ein Urlaub. Ich habe die Zaubererschule verkauft, wie du weißt. Ich möchte mir etwas Neues aufbauen. Endlich das tun, was mir wirklich Spaß macht. Rollenspiele. Oh nein. Rollenspiele? Live-Rollenspiele. In ein paar Tagen geht es los. Wir lassen die normale Welt der Magie, Monster und Verliese hinter uns und tauchen ein in eine Fantasiewelt. Ich bin ein Umzugsunternehmer, der mit seinem Lastwagen in einen Stau geraten ist und deswegen eine Nacht in einem Motel übernachten muss. Oh, kannst Wahnsinn. Du dir vorstellen, was da für Abenteuer auf mich warten könnten? Aber ich dachte, Lehrer zu sein ist so wichtig und... Ist es ja auch. Viel Spaß damit. Meister Markus? Hallo? Abartig. Und ja, genau, mein Hauself muss es ja wissen. Und nicht nur der, auch andere Lehrer kenne ich tatsächlich schon. Die sind alle im Arsch. Also, wenn ich es mal so grob sagen darf. Auf jeden Fall nicht zufrieden. Dann gehen wir jetzt einfach mal ein bisschen zaubern. Ein bisschen Magie hochschmeißen. Der Welt ist das sicher super. Nein, ist es nicht. Die sitzt ja bestimmt wieder gelangweilt darum. So, besser. Also, was ist denn jetzt mit dem... Niemand weiß, wie der Gnom hieß, der Grima besiegt hat. Netter Versuch. Füße vom Tisch oder ich sorge dafür, dass er sie dir abbeißt. Mhm. Hat der funktioniert? Was ist das für eine Maus? Ist das noch ein Schüler von uns? Genug mit Geschichte der Zauberei. Lasst uns zaubern. Feenspiel. Klingt nicht schlecht, oder? Was ist das denn? Unmöglich! Nicht schlecht, was? Toll! Das ist Magie. Und wie man sie beherrscht, könnt ihr hier lernen. Das war's für heute. Morgen machen wir auch irgendwas. Oh Gott. Die Mutter. Boah. Entschuldigung, Schätzchen, mach das weg, ja. Ich muss kurz mit Herrn Wetterquart sprechen. Herr Wetterquart, schön, Sie endlich persönlich kennenzulernen. Sie macht mir Angst. Ich will wegrennen. Sie ist schlimmer als der Drache, den wir schon mal getroffen haben. Meine schöne Fee. Egal, ich nehme lieber nicht drauf ein. Und Sie sind... Wer? Gar
ganz köstlich. Ich habe mir schon gedacht, dass ich mich vor Ihnen in Acht nehmen muss, Herr Wetterquarz. Warum in Acht nehmen? Sie spielen nur die Unschuld vom Lande. Das wusste ich schon immer. Ihr Gönner, Erzmagier Alistair, wird die Wahl gegen mich nicht gewinnen. Wussten Sie, dass wir in den letzten Umfragen nur noch 3 Punkte hinter ihm liegen? Nein, das wusste ich nicht. Was war denn da mit Mord und Wetterquarz? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nichts. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Behilflich? Ha! Einer der Top-Männer des Erzmagiers will mir behilflich sein? Sie wissen, wie das Spiel gespielt wird, oder Wetterquarz? Was für ein Spiel? Der Tanz geht in die heiße Phase. Ich weiß das und Alistair weiß es. Wir beide lauern auf die Fehler des anderen und er hat den ersten gemacht. Achso, ja, natürlich. Also sie hat ja noch in der Zeitung gelesen, dass Vigo tatsächlich den Erzmagier umgebracht haben soll. Wobei, es ist, weiß nicht, also kann sein, dass es bei ihr jetzt schon ein bisschen weiter ist in der Zeit und wie gerade auch so, ich sag mal, parallel zu ihrem Versuchen im Garten rumzubuddeln spielen. Also mal gucken. Ich weiß nicht, wie das hinhauen soll. Runde Karten kloppen. Holy. Mach wie du willst. Ist mir egal. Schön, dass du hier bist, auf jeden Fall. Aber Karten kloppen. Holy. Verprügelt hier einfach Karten. So. Das hier. Was für einen Fehler hat der Erzmagier gemacht? Er hat sie eingestellt. Einen Gnom mit gefälschtem Diplom, ausgestellt von niemand anderem als Markus, dem Bruder des Erzmagiers. Ich habe mir das Diplom ehrlich verdient. Ich habe alle 3 Prüfungen bestanden und... Gnome verstehen nichts von Magie, jeder weiß das. Und sie haben noch nie unterrichtet. Aber Erzmagier Alistair glaubt an mich. Als oberster Magier ernennt er die Professoren. Aber ich bin die Ratsvorsitzende und ich besetze die Verwaltungsposten. Direktor Bloch wird ihre Unfähigkeit aufdecken und noch vor der Wahl werden die Zeitungen über die zweifelhafte Personalpolitik des Erzmagiers berichten. Das wird mir so das egal sein, ich will hier gar nicht unterrichten. Aber meine Fee... Sie hätten meine Fee nicht einfach abschießen sollen. Unterschätzen Sie mich nicht, Herr Wetterquarz. Ich weiß sehr wohl, dass das keine Feen sind. Kobalus Fugastas, Flugkobolde. Sagen Sie nicht, Sie hätten sie selbst beschwört. Doch, alle 5. Das ist erstaunlich. Mächtige Magie ist nötig, um lebendige Kreaturen zu manifestieren. Deswegen beschränken sich die meisten Nekromanten darauf, Skelette zu reanimieren. Tote Materie lässt sich leichter kontrollieren, wie sie natürlich wissen. Oder wissen sollten. Hearthstone ist richtig geil. Also wenn du das noch nicht kennst, kannst du es mal probieren. Es macht auf jeden Fall leicht süchtig, habe ich schon mal gemerkt. Ich habe es dann lieber doch wieder abgebrochen. Aber es macht echt Spaß, ne? Und ich glaube, das kann man jetzt mittlerweile sogar auf Steam sich auch runterladen direkt. Ich habe es immer über irgendwas anderes gespielt. Weiß gerade nicht. Was gespielt. Aber jedenfalls, einfach mal ausprobieren. Mal gucken, ob es das für dich ist. Naja, mal gucken. Bestimmt. Bestimmt ihr Freund oder ihr Mann oder wie auch immer. Dieser neue Schuldirektor. Wer ist das? Horatius Bloch. Ein guter Mann. Sehr korrekt und sehr streng. Wenn er hilft, dieser Schule wieder ihren alten Glanz zurückzugeben, freue ich mich auf die Zusammenarbeit. Alter Glanz? Dieses Gemäuer? Es war schon zu meiner Zeit heruntergekommen. Und wo immer es in den letzten 20 Jahren war, Putzfrauen scheint es dort nicht gegeben zu haben. Ach so, dann ist doch nichts für dich. Okay, na gut. Hätte man ja versuchen können. Ja, nicht von Blizzard. Ich überlege gerade, von welchem... Ach, egal. Nein. Das geht in die falsche Richtung. Ist okay. Irgendwas wollte ich gerade noch. Bin jetzt verwirrt. Bin ich
Gedanken im Kopf, die verschwunden sind und sowas. Ach genau. Ich wollte mal eben fragen, kann man den Stream gerade einstellen von der Qualität her, oder sollte ich es nochmal neu starten eben? Auf Steam ging's nicht. Tja, es macht süchtig. Also Steam ist auch relativ neu, glaube ich. Also, weiß ich, ein paar Monate oder so. Kann man. Okay, ja gut, dann lass ich es einfach, ne? Okay, super. Dann haben wir einfach weiter hier. Mein Freund, Erzmagier Alistair, kann die Stadt und das Land besser als jeder andere wieder auf Vordermann bringen. Ja, glauben Sie das? Er ist ein großer Magier. Jeder, der das anzweifelt, ist verrückt. Und er war ein großer Anführer im Krieg. Die meiste Zeit. Aber was wir jetzt brauchen, ist jemand, der sich mit Wirtschaft auskennt. Und das sind Sie? Ich bin eine reiche und erfolgreiche Händlerin. Ich habe reiche und erfolgreiche Freunde. Wer könnte besser geeignet sein, um andere reich und erfolgreich zu machen? Alistair würde Ihnen Platz machen, wenn er das glauben würde. Wissen Sie was? Ich glaube, damit haben Sie sogar recht. Seltsam, nicht wahr? Wie wenig er seine Macht verteidigt. Ich glaube, damit wäre alles gesagt, oder? In der Tat. Sie befinden sich auf einem sinkenden Schiff, Wetterquarz. Noch könnte ich überzeugt werden, Ihnen einen Rettungsring zuzuwerfen. Ich vertraue dem Erzmagier. Dann, Herr Wetterquarz, werden Sie mit ihm untergehen. Hier, wählen Sie Seppel van Buren. Die weiß, wie es geht. Komm, Schätzchen, wir gehen. So einen gibt's gar nicht in meinem Märchenbuch, Mama. Ich weiß, Schatz. Wer will schon so etwas Hässliches sehen? Kannst du ihn in ein Einhorn verwandeln? Oder in die Grimmelkatze? Oder den Frostkönig? Oh Gott, Kinder. Na gut, er will schon Lehrer sein. Alles andere wird besser. Und finde ich gut, dass du dich sonst beschwert hättest. Also nehme ich auf jeden Fall gerne an, so eine Beschwerde. Warte, wie von der FDP? Ach so. ja, irgendwie schon, ne? Oh Mann. Tja, da steht er nun. Das ist der Tisch von Chantal, der Tochter der Ratsvorsitzenden. Und vom kleinen Timmy. Unterschiedlicher können zwei Schüler fast nicht sein. Chantal ist nur hier, weil es Tradition in ihrer Familie ist. Ich glaube nicht, dass sie sich wirklich für Magie interessiert oder viel Talent dafür hat. Timmy hingegen ist wissbegierig und in den letzten Tagen vor Aufregung beinahe geplatzt. Für Schüler wie ihn müssen wir diese Schule wieder auf Vordermann bringen. Ausgerechnet Chantal, ne? Ich guck mal, was sie dabei haben hier. Eine Federmappe, ein Lineal. Nichts Besonderes. Was hat er hier? Bestimmt irgendwas Böses. Ich weiß nicht, wer der Junge war. Er war auf jeden Fall ganz schön vorlaut und unverschämt. Allerdings scheint er auch eine Menge von Magie zu verstehen. Wenn ich es schaffe, ihm Manieren beizubringen, könnte er ein guter Schüler werden. Er weiß echt nicht, wer seine Schüler sind? Generationen von Schülern haben ihre Spuren hinterlassen. Vor allem in Form von ins Holz geritzten Bildchen und Sprüchen. Hier steht ein besonders langer. Oh nein. Für alle Herumtreiber und Tunichtgute. Dazu verdonnert worden, immer und immer wieder denselben Satz an die Tafel zu schreiben? Kein Problem. Verzaubere das Kreidestück mit dem Automatisierungszauber und es übernimmt die ganze Arbeit für dich. Bartholomäus. Hey, das ist Schummeln. Allerdings auch ziemlich clever. Hier unten ist der Zauberspruch ins Holz geritzt. Ich schreibe ihn mir auf. Oh, wie nützlich, diese komischen Schüler. Aber schön wieder aus Harry Potter rausgeklaut. Nein, mal auf hier. Der Automatisierungszauber, Feenzauber, meine Notizen. Was ist das jetzt eigentlich? Bunte Wahlkampfbroschüre. Wer reich und erfolgreich sein will, sollte den Reichen und Erfolgreichen vertrauen. Wir wissen, wie es geht. Wählt Sybil van Buren. Nee, mal gucken. Das wirklich möchte. Müssen wir die wieder einfangen? Die kleinen Kerle sehen aus, als hätten sie nur Schabernack im Kopf. Ich hoffe, sie stellen nicht zu viel Blödsinn an.
die Schwanze eingepuppt? Die meisten der Pflanzen sind vertrocknet, weil sich niemand um sie gekümmert hat. Nur diese Pflanze muss irgendwo eine Wasserquelle gefunden haben. Vielleicht ist eines der Fenster undicht. Eindeutig FPD. FDP. Oh Gott. Was ist los mit mir? Nachdem die Schule vor 20 Jahren einfach verschwand, konnte sich niemand mehr um die Tiere kümmern. Mit ziemlich dramatischen Konsequenzen. Ist irgendjemand von euch schon der kleine Geist und der Pac-Man hier aufgefallen? Also wenn ihr nochmal irgendwo irgendwelche komischen Anspielungen seht, dürft ihr die gerne reinschreiben, ne? Ich krieg ja nicht immer alles mit hier. Man wollte den natürlichen Lebensraum des Fischs anscheinend möglichst exakt nachbauen. Inklusive Miniaturschatzkisten, wie man sie im Meer häufig findet. Mal reingucken? Hey, einige alte Münzen. Vielleicht hat einer meiner Vorgänger seine Altersvorsorge von einem bissigen Fisch bewachen lassen. Auf jeden Fall vernünftig. Kindheitserinnerung. Oh. Das kann man auch mitnehmen. Was zum Henker treibt der schon wieder? Das ganze Skelett kann ich wohl nicht gebrauchen. Aber so eine spitze Gräte hier könnte mal nützlich werden. Wir haben schon wieder keinen Plan und sammeln alles in unsere Taschen voll. Diese Spiele. Einführung in die Zauberkunde, Schafzucht und Pflege, Statistik. Das scheint so eine Art Stundenplan zu sein. Fand ich sehr nützlich. Können wir hier nochmal ein bisschen rumgucken? Hatten das ist schon, der ne? Tisch von Chantal. Unterschiedlicher Tim. Das Buch, was hat die da gelesen? Bestimmt irgendwas über Einhörner. Chantal hat ihr Buch liegen gelassen. Es scheint ein Märchenbuch zu sein. Allerdings eins der kitschigen Sorte. Also egal. Hatten wir. Ofen, Chemie-Ecke, Schlafzimmer. Oh, hier können wir den Zauberstab mal wieder mitnehmen. Das wäre sinnvoll. Tap, 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 tap. Dieses Mal hat er mich nicht im Stich gelassen. Er funktionierte sogar besser, als ich gedacht hätte. Es war, als wollte er zaubern. Ich konnte ihn kaum unter Kontrolle halten. So, ich habe übrigens mal nachgeguckt, das ganze Spiel müsste so um die 20 Stunden tatsächlich gehen, was relativ lang ist, finde ich. Normalerweise sind die ja so 8 bis 9 Stunden. Das ist ungewöhnlich. Dieses Gerät sieht eher nach ordentlicher Ingenieurskunst aus als nach Magie. Die meisten magischen Apparaturen haben viele goldene Teile, aufwendige Verzierungen und Schnickschnack, wie die Magier ihn mögen. Das hier könnte glatt aus einer Gnomenwerkstatt stammen. Sprich, so wie es aussieht, wenn wir noch die nächsten Monate hier ran sitzen. Also ich glaube, ich werde tatsächlich auch wieder, naja, so weit wie es läuft und tatsächlich wieder ein bisschen 3 Stunden, halb bis um 9 ungefähr streamen. Wenn ich es denn hinkriege, also, oh Mann, oh Mann. Ich vermute, dass in den Käfigen irgendwelche magischen Geschöpfe gehalten wurden. Schüler zum Beispiel. Zum Beispiel Schüler, ja, sieht aus wie ein Schüler. Eindeutig. Lehrer werden traditionell in Äpfeln entlohnt. Den hier habe ich mir aber selber besorgt, weil ich meinen ersten Tag auf keinen Fall apfellos bestreiten wollte. Ich wollte den Erzmagier noch fragen, ob gute Lehrer außer Äpfeln noch eine andere Art von Bezahlung erwarten dürfen. Aber als er mir den schönen Vertrag mit dem Siegel und allem gezeigt hat, erschien mir das nicht der richtige Zeitpunkt, um über Gold zu sprechen. Oh nein, ist ja dumm. Ach, Wilbur. Irgendwie weiß er nicht, wie man das mit dem Geld verdienen macht. Das Buch sieht uralt und ziemlich wichtig aus. Die Hälfte der Klasse hatte laufende Nasen. Die meisten konnten wieder eingefangen werden. Gott. Das ist das Klassenbuch, in dem Lehrer besondere Vorkommnisse vermerken. Aber wir haben es jetzt nicht eingepackt? Nee. Können noch ein bisschen drin lesen. Können? Magda ist keine Hexe und wurde verbrannt. Wow, das Buch reicht zurück bis ins finstere Mittelalter. Okay. Wo Hexen, also nicht Hexen verbrannt werden, alles klar. Verrückte Zeichnungen und Symbole. Das muss wahrlich hohe Magie sein. Nur die klügsten Zauberer können all das verstehen.
Gucken wir noch hier rum. Darum, überall. Das Mixen von Zaubertränken ist ein wichtiger Bestandteil der Magie. Es ist so ähnlich wie Kochen. Nur, dass einen der Eintopf nicht umbringt, wenn man eine falsche Zutat reintut. Oder wenn man falsch rührt. In dem Ofen wird kein Feuer mehr gebrannt haben, seit die Schule vor 20 Jahren verschwunden ist. Und selbst wenn ich könnte, sollte ich darin kein Feuer entzünden. Das Rohr vom Rauchabzug ist kaputt und der Qualm würde den ganzen Klassenraum füllen. Das ist die Frage, was wir jetzt machen wollen. Gut, hat es gerade gespeichert? Ich glaube, wir gehen erstmal raus, oder? Müssen wir vielleicht doch mit dem Erzmagier versuchen zu reden? Ich habe keine Ahnung. Was machen wir jetzt? Uns beschweren irgendwo? Erzmagier! Remy! Wenn das nicht unser neuester Professor ist, wie war deine erste Stunde, Wilbur? Ach Gott. Ja, ach Gott, toll. Ja, großartig. Mhm. Super. Ich habe ein paar Flugkobolde beschworen und die Schüler waren begeistert. Ah, gut gemacht. Wenn sie lernen wollen, hast du schon fast gewonnen, Wilbur. Wie läuft der Wahlkampf? Ich hoffe doch, wir gewinnen. Noch liegen wir vorn. Aber unser Vorsprung schmilzt. Van Buren und ihre Bonzen stecken Unmengen von Gold in den Wahlkampf. Es scheint ihnen ernst zu sein. Das ist halt die Frage, was sie mit der Schule da machen würden. Was? Der Eintopf will einen nicht umbringen, wenn man was Falsches reinwirft oder falsch rührt. Kann er das mal bitte meinen Eintöpfen sagen? Wieso bringt dich deiner immer um? So, bei Eve würde ich ja verstehen, dass sie sich dran verbrennt, aber was wirfst denn du da rein? Wieso rührst du gegen den Uhrzeigersinn und... Ach, Mensch, lern doch mal kochen. Nee, mach's nicht. Wie sieht es in der Stadt aus? Hat sich die Lage beruhigt? Kann man nicht behaupten. Die Barrikaden werden höher, die Zeltlager größer. Die Bürger werden ungeduldig und wer könnte es ihnen verdenken? Der Krieg ist vorbei, doch allen geht es immer nur schlechter. Aber sie tun doch, was sie können, Erzmagier. Es braucht Zeit, Wilbur. Je tiefer die Wunden, desto länger brauchen sie, um richtig zu verheilen. Und nichts schlägt tiefere Wunden als Krieg. Wir müssen Ergebnisse liefern. Noch vertrauen die meisten auf Erzmagier Alistair. Aber die Stimmung könnte kippen. Dann verlieren wir nicht nur die Wahl, wir hätten einen Aufstand am Hals. Okay, der It's Alive. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist sowas wie Schrödingers Katze. Ist gleichzeitig am Leben und aber auch tot. Die Ratsvorsitzende war hier. Sie hat ihre Tochter aus meiner Klasse abgeholt. Fürchterliche Person. Sie besitzt großen Einfluss und sie hat reiche Freunde. Sie könnte ihren Einfluss und ihr Gold doch auch nutzen, um Gutes zu tun. Warum versucht sie stattdessen, sie zu stürzen? Sie glaubt, das sei etwas Gutes, Wilbur. Fast niemand will Böses tun. Es gibt nur sehr unterschiedliche Ansichten darüber, was gut und was böse ist. Ja, genau. Schrödingers Eintopf. Sobald man den Deckel drauf macht, weiß halt niemand mehr, was da drin ist. Was tun Sie denn hier in der Schule, wenn ich so fragen darf? Ich wollte Horatius Bloch, dem neuen Direktor, einen Antrittsbesuch abstatten und schauen, wie es in der Schule steht. Das ist sehr nett. Aber haben Sie dieser Tage nicht dringendere Aufgaben? Nun ja, es ist meine alte Schule. Ich bin hier selber als Kind durch die Halle gelaufen. Was der Erzmagier dir gern verschweigen würde, etwas stimmt hier nicht. Er spürt die Gegenwart von etwas Bösem. Seit einigen Tagen schon. Oh, Böses im Busch. Was meinen Sie damit, Sie spüren etwas Böses? Alles, was wir tun und was wir denken, hinterlässt eine Spur. Kennst du das, wie man manchmal erschaudert, wenn man einen Ort betritt, an dem viel Böses geschehen ist? Dunkle Magie hinterlässt eine besonders starke Spur, wie ein übler Geruch. Und hier riecht es nach dunkler Magie? Ich habe es vor einigen Tagen zum ersten Mal gespürt. Erst in der Unterstadt, dann in der Oberstadt und nun hier in der Schule. Woher kommt sie? Ich meine, wissen Sie, wer dafür verantwortlich ist? Nein. Die Spur verliert sich. Hier in der Schule liegt zu viel wilde Magie in der Luft. Wir müssen die Augen offen halten.
Gute Detektivarbeit bringt uns in diesem Fall weiter als Hokuspokus. Vielleicht ist es ja das Parfüm von dieser komischen alten. Wer weiß. Und wie ist er so, der neue Direktor? Er ist kein Magier, das steht mal fest. Ein Agent der Ratsvorsitzenden ist er. Zuallererst ist er ein zuverlässiger Beamter mit Prinzipien, Remy. Die Ratsvorsitzende hat ihn berufen und er mag ihre Politik befürworten. Aber ich glaube nicht, dass er gegen uns arbeiten wird. Er ist streng, aber korrekt. Haben Sie gesehen, wie er mich angesehen hat? Als sei ich Ungeziefer. Nein, ich sage Ihnen, die Ratsvorsitzende hat ihn nur aus einem Grund eingestellt. Er soll unserem Wilbo hier das Leben schwer machen. Ich glaube, ich soll versagen, damit man es Ihnen in die Schuhe schieben kann, Erzmagier. Wenn das Ihr Plan ist, dann haben Sie schon verloren. Ich glaube, ich sollte dann mal zum Direktor gehen. Auf Wiedersehen, Erzmagier. Tschüss, Remy. Auf Wiedersehen, Wilbur. Lass dich nicht einschüchtern. Ich tue mein Bestes und ich werde nicht aufgeben. Ich weiß. Gehen Sie schon mal, ich komme gleich nach. Oh oh. Ich wollte noch kurz mit dir unter vier Augen sprechen, Wilbur. Es gibt Probleme. Also nicht, dass die uns tatsächlich die Morde an ihn bei ihm anhängen oder so, dass sie ihn umbringen? Nein, das machen die nicht, oder? Mm-mm. Das mit der dunklen Magie überall in der Stadt klingt nicht gut. Es ist nicht nur das. Ich glaube, das Leben des Erzmagiers ist in Gefahr. Was? Es gab einen Anschlag, oder vielleicht gab es einen. Alistair besteht darauf, dass es Zufall war. Aber wie oft lösen sich tonnenschwere Wasserspeier vom Magierturm, wenn er gerade darunter steht? Ich habe so viele Ratten, wie ich entbehren kann, zu seiner Bewachung abgestellt. Aber du musst auch die Augen offen halten, Wilbur. Ich? Nicht nur in der Stadt geht etwas vor sich, auch hier in der Schule. Wir brauchen Informationen. Wir müssen herausfinden, wer hinter all dem steckt. Alistair hat dich endlich offiziell zum Geheimdienstchef ernannt, wie ich gehört habe. Vom König der Diebe zum hohen Staatsbediensteten? Allerdings. Hat ganz schönen Wirbel gegeben. Es ist das erste Mal, dass eine Ratte einen offiziellen, inoffiziellen Regierungsposten innehat. Nicht wenige sind der Meinung, dass bei so vielen arbeitslosen Menschen keine Jobs an Ratten vergeben werden sollten. Keiner kennt sich so gut in der Stadt aus wie ihr Ratten. Du hast mir damals bei meiner Magierausbildung geholfen, weißt du noch? Hast mir Trankzutaten besorgt und meinen großartigen Zauberstab. Und du hast dafür Timmy und meinen ganzen Clan von dem Verhungern gerettet. Das vergessen wir dir nie, Wilbur Wetterquarz. Timmy hat mich heute Morgen in meiner ersten Unterrichtsstunde sehr unterstützt. Ja, er hat sich gut gemacht. Will unbedingt Magier werden, so wie sein großes Vorbild. So wie der Erzmagier? Nein, so wie der Held des Schwarzen Turms. Für Timmy und viele andere bist du einer der Helden, die den Krieg beendet haben. Oh, dann rede ich am besten mal mit dem Direktor und frage ihn, was ich für ihn tun soll. Was immer es ist, du solltest es tun und dir nichts anmerken lassen. Aber halte nebenbei Ausschau nach ungewöhnlichen Dingen. Naja, Dinge, die selbst in einer verzauberten Magierschule ungewöhnlich wirken. Verstanden. Treffen wir uns nach Feierabend unten im Gasthaus? Dann können wir Neuigkeiten austauschen. Ich hoffe mal, Direktor Bloch wird mich nicht die ganze Nacht beschäftigen. Du schaffst das schon. Du hast die Schattenarmee besiegt. Vergiss das nicht. Sind es wirklich schon 2 Monate? Vielen Dank für deine Unterstützung. Nur damals war ich auch nicht ganz allein. Also für dich ja Neues. Schon 2 Monate? Der erste Monat nach dem ersten Monat. Bin schon aufgeregt hier. Oh Mann. Okay, ich finde die Dialoge sind ja nicht schlecht, aber oh, die ziehen sich doch mittlerweile ganz schön in die Länge. Waren die im ersten Teil auch schon so lang? Wenn man Wesen beschwört, erschafft man sie nicht wirklich, habe ich gelesen. Man ruft sie vielmehr von einem anderen Ort zu sich. Ich weiß nicht, wo die Kobolde hergekommen sind, aber sie machen nicht den Eindruck, als wollten sie bald dorthin zurück. Ach, war ja klar. Vielen Dank auch dir.
meinem allerbesten Mod. Dem einzigen, der immer das. Ne, wobei, Eve ist ja jetzt auch Mod. Ach Mensch, Leute. Dass ich auch schon so weit gekommen bin. Kann ich ja noch weiterkommen? Eigentlich ist es ja einen Monat her. Das ist jetzt der Anfang des zweiten. Ja, ja, ja. Das meine ich ja, der erste Monat nach dem ersten Monat, oder? Wie kommen wir jetzt überhaupt irgendwo hin? Und, Als ich vor ein paar Tagen zum ersten Mal in die Schule gekommen bin, habe ich mich bei seinem Anblick sehr erschrocken. Ich meine, ich kannte Ritterrüstungen aus Büchern. Aber wenn man sich vorstellt, dass darin ein Mensch steckt, und das schon seit Jahrzehnten. Spinnt der gerade ein wenig rum? Aha. Direktor Bloch? Das ist er also. Professor Wetterquarz. Da sind Sie ja endlich. Ich habe einige Aufgaben für Sie. Dann. Achso, wartet mal, meinst du jetzt wegen... Es ist ein Monat her, aber... Wegen der Nachricht, die da dann kam? 2 Monate? Kommt der hin? Die geht ja jetzt 2 Monate lang, dann insgesamt. Kann man ja nicht abbrechen, sowas. Egal. Gut, dann machen wir mal den ganz netten, ne? Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit. Ich will offen sein, Professor Wetterquarz. Sie haben ein Magier-Diplom, haben aber nicht die erforderlichen Prüfungen abgelegt, um als Lehrer arbeiten zu können. Beglaubigte Zeugnisse? Eine schriftliche Bewerbung? Nichts. Sie sind nur auf Empfehlung des Erzmagiers hier. Das stimmt, aber es gibt nun einmal einen Magiermangel und jeder muss sein Bestes tun, um... Sein Bestes tun ist schön und gut. Es ersetzt aber nicht die formelle und eigentlich obligatorische Ausbildung zum Lehrkörper für höhere Magie. Dann vielleicht... Das ist auch den Kindern egal. Ich habe vielleicht keine formelle Lehrerausbildung, aber ich habe meine Schüler in der ersten Stunde begeistert. Ich habe gezaubert und man konnte richtig sehen, wie der Funke übergesprungen ist. Nicht wörtlich natürlich. Es war kein Feuerzauber oder sowas. Sie haben gezaubert? Ja, und jetzt wollen Sie das auch können. Sie wollen es lernen. Laut meinen Aufzeichnungen stand Geschichte der Zauberei auf dem Lehrplan. Ja schon, haben wir ja auch gemacht, das ist nicht... Professor Wetterquarz, es ist für den Lehrerfolg von entscheidender Bedeutung, den Schülern feste Strukturen zu bieten und sich exakt an den Lehrplan zu halten. Ja, aber die Schüler... Hätten sie eine ordnungsgemäße Ausbildung genossen, wäre ihnen das bekannt. Ich werde diese Verfehlung in ihrer Akte vermerken. Und zukünftig haben Sie sich an den Lehrplan zu halten, werter Kollege. Ja, warum nicht? Ist okay. Dem ist das scheißegal, würde ich sagen. Sie haben vorhin Aufgaben erwähnt, Herr Direktor. Richtig. Ich habe 2 Aufgaben für Sie. Wie Sie vielleicht wissen, soll morgen früh die Schule vom Erzmagier offiziell eingeweiht werden. Wichtige Vertreter aus Politik und Wirtschaft werden anwesend sein und wie Sie unschwer sehen können, befindet sich die Schule in keinem angemessenen Zustand. Ratsvorsitzende van Buren hat einen Hausmeister eingestellt, doch er kann die Arbeit alleine nicht schaffen. Helfen Sie ihm bis morgen, den Boden in der Eingangshalle zu reinigen und die Spinnweben zu entfernen. Ja gut, okay. Sie unterstützen die Ratsvorsitzende bei der Wahl, oder? In der Tat. Wir müssen schnellstmöglich einen umfangreichen Beamtenapparat aufbauen und die Wirtschaft ankurbeln. Dafür erscheint mir die Ratsvorsitzende die logischere Wahl als ein Magier. Aber keine Angst, Wetterquarz. Ich halte Ihnen Ihre politische Naivität nicht vor. Als Schuldirektor bin ich neutral und handle stets nach den Regeln der Schule. Und in der Schule ist politische Einflussnahme verboten. Erzählen Sie das mal der Ratsvorsitzenden van Buren. Was ist das? Eine der Wahlkampfbroschüren, die die Ratsvorsitzende in meinem Klassenraum ausgelegt hat.
Ich werde mich darum kümmern. Ja, ja, erstmal schön an Schwärzen hier. Aber Erzmagier Alistair traut mir zu, hier an der Schule zu unterrichten. Nun ja, Magier haben einen wohlbekannten Hang zum Chaos. Ich versuche noch immer, mir einen Überblick zu verschaffen. Die Aktenführung in dieser Schule spottet jeder Beschreibung. Ratsvorsitzende Van Buren will diese Lehranstalt neu organisieren und endlich Struktur in die Sache bringen. Ich unterstütze sie voll und ganz in diesem Ziel. Das korrekte Führen der Schulakten muss wieder die vornehmliche Aufgabe des Lehrkörpers werden. Nur so ist eine effiziente Kontrolle des Lernfortschritts und der Lernmethoden möglich. Was ist eigentlich mit Eve? Ist sie jetzt schon wieder eingeschlafen oder ist sie noch da? Wegen der Aufgabe, die Eingangshalle zu reinigen. Ist das wirklich meine Aufgabe als Lehrer? Ja, allerdings. Eine Schule ist eine Teamaufgabe, also müssen Sie tun, was ich Ihnen sage. Wenn Sie gesagt hätten, ich solle die Flugkobolde loswerden, hätte ich das ja noch verstanden. Welche Flugkobolde? Was? Wenn hier magisches Ungeziefer herumschwirrt, muss es entfernt werden. Kümmern Sie sich darum, Wetterquarz. Boden, Spinnweben, Flugkobolde. Bringen Sie das in Ordnung. Na gerne doch. Aber ich meine, komm, Flugkobolde gehört doch echt zu einer Magierschule. Und abgesehen vom Aufräumen, was gibt es noch zu tun? Die Inventur hat ergeben, dass diverses Schuleigentum abhanden gekommen ist. Unter anderem die Schulbibliothek. Oh, die ganze? Ein Raum fehlt? Korrekt. Ich habe den Erzmagier danach gefragt und er bestätigte mir, dass es den Raum früher gab. Er weiß nicht, wo der Raum jetzt ist. Sprach davon, dass er sich vielleicht verstecke oder gerade auf Reisen sei. Ich finde das ungehörig. Ich will diesen Raum. Wir sind eine Schule und brauchen eine Bibliothek. Das finde ich auch. Aber wo soll ich anfangen zu suchen? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Sie sind der Magier. Sie verlangen sehr viel. Ich weiß nicht, ob ich das alles bis morgen früh schaffen kann. Bis morgen früh? Sie haben bis 72 Uhr Zeit. Bis was? 72 Uhr? Ich habe mein eigenes metrisches System der Zeitmessung entwickelt. Oh, ein Tag, was soll das denn hat 100 Stunden, die aus 100 Minuten a 100 Sekunden bestehen. Alles andere ist zu verwirrend. Dann habe ich noch nicht einmal bis morgen früh Zeit? Für einen ordnungsgemäß diplomierten Lehrer stellt es kein Problem dar, auch mal das Unmögliche zu schaffen. Oder soll ich in Ihrer Akte vermerken, dass Sie sich den Ihnen gestellten Aufgaben nicht gewachsen fühlen? Nein, ich werde es schaffen. Sehr gut. Danach können Sie Feierabend machen und den morgigen Schultag vorbereiten. Die Sache ist klar. Direktor Bloch will mich scheitern sehen. Aber erstens werde ich den Erzmagier nicht enttäuschen. Zweitens mag ich diese Schule. Und eine Schulbibliothek wäre toll für die Schüler. Und drittens gibt mir die Arbeit für den Direktor die perfekte Gelegenheit, die Augen für Remy offen zu halten. Genau, alles so gute Sachen. Manu, Stimme. So, jedenfalls, wenn ich fragen darf, Eve, womit lenkst du dich denn bitte ab? Ich hoffe, das ist was Sinnvolles wie Zocken. Und um das zu merken, braucht man eine Inventur, dass die Bibliothek fehlt? Ja, also das merkt man ja nicht einfach so. Erstmal hier durchfühlen. Geht das so einfach so? Okay, nein, never mind. Wir suchen gerade nichts. Hier ist der Plan, oder? Daran müssen wir uns hin. Ach, an Sandy, okay, alles klar. Hast du eigentlich auch schon das neue Harry Potter-Spiel ausprobiert? Plan steht auf dem Blatt. Es zeigt zahlreiche dicke, schwarze Punkte, die mit Linien verbunden sind. Über jedem der Punkte steht ein Name. Seefels Magierturm Eingangshalle. Postkutschenstation. Fuchsbau und viele mehr. Unter den Punkten sind jeweils drei Tiersymbole zu finden. Davon habe ich gehört. Zauberer benutzen ein Pulver, um durch das Feuer von einem Kamin zu einem anderen zu reisen. Das funktioniert natürlich nicht mit jedem Kamin. Er muss im Kaminnetzwerk sein. Und dieser Plan zeigt an, welche Kamine miteinander verbunden sind. Das sieht bei Harry Potter, leuchtet dann bestimmt auch grün. Was ist das hier noch? Ein schöner Blasebalg. Damit kann man ein Feuer ordentlich anfachen.
Ich habe zu Hause oft den Blasebalg bedient, wenn Opa, Papa oder meine Schwester etwas schmieden wollten. Du bist der wichtigste Gnom bei dieser Angelegenheit, haben sie dann oft gesagt. Ja, genau wie du es gerade meintest, hier mit diesen 4 Minuten Spielzeit muss man halt warten, um tatsächlich eine Energie zu bekommen. Ich habe es halt auch angefangen, dachte so, okay, man ganz nett, man kann sich für ein Haus entscheiden, man kann so ein bisschen, in Anführungsstrichen, zaubern, wenn man so eine Linie nachmalt, war eigentlich alles ganz nett. Aber, oh Mann, ey, also irgendwie, vor allem auch bei den für weiteren Missionen muss man teilweise auch ein paar Stunden warten, um mit den Leuten zu reden. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, und die Charaktere sehen manchmal merkwürdig aus in den Gesichtern. Ich habe keine Ahnung, ob sich das noch groß verändert. Ich hoffe es mal, aber ansonsten ist das nicht viel wert. Ja, Wickelkette. Was, wo man da rauskommt. Ein Schaukasten, der die Erfolge von Schülern dieser Schule dokumentiert. Einige Sporttrophäen, Bilder von erschlagenen Drachen, Schüler vor qualmenden Töpfen. Besonders stolz scheint man auf einen Pokal zu sein, den man bei einem Besenballturnier gewonnen hat. Das ist mein Quiddich. Hätte ich ja keine Ahnung, jeder Junge. Achso, können wir mitnehmen. Play-to-play-Game. Pay-to-play. Ja. Oh, ist doch blöd. Ein ordentlicher Stapel Feuerholz. Mehr als genug, um ein anständiges Feuer zu machen. Es ist sehr kalt hier. Ich mache mal ein kleines Feuer, in Ordnung? Haben Sie etwa vor, Schuleigentum zu verbrennen? Nein, ich... Hier liegt Feuerholz. Ja, und es gehört der Schule. Okay. Oh, sicher. Ich kann mir auch so die alten Büchern verbrennen, die bei uns im Zimmer liegen. Die Papierschwamm haben. Oh, wie hübsch. Ein aus einem Blatt Papier gefalteter Schwan. Das ist Origami, eine alte elfische Kunstform. Das zwergische Wort für diese Kunstform bedeutet so viel wie Spitzohren bauen Staubfänger aus Papier, weil sie mit Steinen nicht umgehen können. Finde ich gut. Ein bisschen, man kann schon sagen, rassistisch, aber huiuiui. Wow, warte. Das ist der Hausmeister. Okay, der kommt sicher überall ran, ne? Wow, der neue Hausmeister-Troll. Hm? Troll, hallo. Traut sich nicht. Guten Tag. Hallo. Ich bin Wilbur Wetterquarz. Professor Wilbur Wetterquarz. Ich bin der Lehrer für... Also, ich freue mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ziemlich einseitig. Können wir die jetzt wegmachen? Das sind die Spinnenweben, die ich für Direktor Bloch entfernen soll. Nicht nur, dass es sehr viele sind, sie hängen auch deutlich zu hoch für mich. Ich glaube auch kaum, dass er hier viel machen wird. Wie soll ich da bloß hochkommen, um die Spinnenweben zu entfernen? Ich hab's nicht so mit Höhen. Wie die meisten Gnome werde ich nervös, wenn sich der Boden mehr als eine Gnomenhöhe von mir entfernt. Mit dem Zauberstab wegzaubern? Nichts. Vermutlich habe ich eines der Löcher getroffen. Verdammt. Diese Löcher. Hier weg. Pusten. Das hier. Wie soll ich die Halle nur sauber kriegen? Und das bis... Hat er gerade seinen Besen? Ich hatte seinen komischen Wischmopp in den Mund gepackt. Inflammari? Meint ihr, das funktioniert? Ich glaube irgendwie nicht. Wir können mit der Ritterrüstung noch reden. Na los. Ich das ist doch albern. Wer immer in der Rüstung steckt, muss schon lange tot sein. Außer es ist ein Gespenst. Gehört der eigentlich in so eine Magierschule, oder? Achso, stimmt, der Kobold muss auch noch weg. Kriegen wir das auch wieder hin? Ich glaube nicht, dass ich ihn treffen würde. Ich ziele nicht sonderlich gut mit dem Zauberstab. Ah, hier ist ein Automatisierungszauber. Wäre doch ganz gut. Können wir den Troll verzaubern? Echt jetzt? Ob ich ihn damit dazu bringen kann, schneller zu arbeiten? Vermutlich. Aber ich glaube nicht, dass ich das tun sollte. Lebendige Wesen mit Magie zu zwingen, gegen ihren Willen etwas zu tun. Für sowas bin ich nicht Magier geworden. Das heißt, wir brauchen irgendwie einen Schwamm oder
Achso, dann einfach die Ritterrüstung, würde ich sagen. Nö. Gib mir das her. Geht nicht. Ach, Mano. Ich habe mir das irgendwie besser vorgestellt. Das sind Bretter hier. Ganz viel anderes Zeug noch. Wir haben kistenweise Schrott und Müll aus der Schule getragen. Die Bretter da haben wir wohl übersehen. Ich nehme sie mit. Erledigt ist erledigt. Da ist auch noch ein Papier. Eigentlich müssen wir nur unser Wollschaf alles fressen lassen, oder? Was ist das? Noch eine Buchseite. Beziehungsweise ein... Ja, okay, gut. Wir wissen, was das ist. Wenn ich mir die Seitenzahlen des ersten Blattes und dieses Blattes ansehe, scheinen mindestens noch 5 Blätter zu fehlen. 5? Oh Gott, das ist ja echt ein ganzes Buch dann. Oh Gott, viel zu viel Arbeit. Die Schule war in einem schrecklichen Zustand, nachdem sie wieder aufgetaucht ist. Es hat Tage gedauert, bis wir uns im Erdgeschoss halbwegs frei bewegen konnten. In den oberen Stockwerken waren wir noch gar nicht. Deswegen meint er auch nur die Eingangshalle. Und kann mir irgendjemand sagen, was 72 Uhr sein soll, wenn der Tag 100 Stunden hat? Die Schule ist nicht im allerbesten Zustand. Aber wenigstens gibt es jetzt wieder eine öffentliche Magierschule in Seefels. Wir werden das Gebäude nach und nach zurückerobern und ich werde mithelfen, eine neue Generation von Magiern auszubilden. Der Kobold da scheint besonders unternehmungslustig zu sein. Er war der Erste, der aus dem Klassenzimmer geschlüpft ist. Und nun dreht er da ganz oben seine Kreise. Sie brauchen auf jeden Fall irgendwas zum Saubermachen. Irgendein Nicht-Lebewesen. Vielleicht noch die Pflanze verzaubern? Irgendwas verzaubern? Kobold? Oh Mann, ey. Erst habe ich mich geärgert, dass wir so viel quatschen mussten und keine Aufgaben hatten. Jetzt beschwere ich mich gerade über die Aufgaben. Können wir irgendwie anrufen? Meister Markus hat mir alles gesagt, was ich wissen muss. Kopf hoch, Schüler begeistern, nicht unterkriegen lassen. Ich wünschte nur, ich wäre nicht ganz auf mich allein gestellt. Wir haben doch Fridolin. Aber Fridolin wird uns nicht so sehr helfen, denke ich. Hörrohr? Ein schönes, goldenes Hörrohr. Einer meiner Vorgänger muss es dort oben hingelegt haben. Ein sehr großer Vorgänger. Bestimmt auch so ein Troll. Fischgräten. Ob wir damit irgendwie da rankommen? Achso. 17:20. Ja, stimmt. Ist das wobei? Sicher? Macht das Sinn? Ich habe ja keine Ahnung, aber. Aber sieht halt auch schon irgendwie aus, als wäre es irgendwie abends. Nachts fast. Die Tür zur Zaubererschule besteht eigentlich aus mehreren Türen. Eine für große Wesen wie Trolle. Eine für Menschen und Elfen und dergleichen. Dann gibt es eine für Zwerge und Gnome und eine für noch kleinere Wesen. Das soll symbolisieren, dass jeder in der Schule willkommen ist. In der Realität werden allerdings fast nur Menschen Magier. Ich bin der erste Nichtmensch seit vielen Jahren, der es zum Diplom-Magier geschafft hat. Hoffentlich bringt das andere dazu, es auch zu versuchen. Was die das alle wollten? Ja gut, das heißt, wir haben uns jetzt eigentlich alles angeguckt und haben nur keine Ahnung. Aber hier ist doch der Kobold. Hier ist noch einer. Da ist ja noch einer. Kein Schimmer, wie ich ihn da oben erreichen soll. Nicht nur, dass er sehr weit weg ist. Er fliegt auch noch... Die Hebel? Können wir die hebeln? Ich finde mir dann plötzlich die Bibliothek wieder. Ein Hebel. Keine Ahnung, was der tut. Sie werden 2/3 des Tages genau. 18 Uhr sind's. Stimmt. Ja gut, dann macht das wieder Sinn, ja. Ich kann halt wirklich nicht rechnen, während ich hier irgendwas versuche zu streamen. Ein Hebel. Keine Ahnung, was der tut. Mal hebeln, komm. Ja, in der 75 Uhr ist auch 3/4, also je nachdem, wie man es nimmt, aber 18 Uhr kommt ja dann halt auch hin. Also sind ja dann
halt 3x6 Stunden. Also, ja. Ich sag ja, ich kann nicht rechnen nebenbei. Was habe ich gerade gemacht? Gar nichts, ne? Moment, was war das? Klicken? Aha, das war das Fenster. Ist der Kobold jetzt raus? Entschuldigung. Das ist das Fenster. Okay, warte, was ist das andere? Neun Uhr? Aber... Wartet mal, 6? Nee. 3/4? 6 plus 6 plus 6. Es ist 18 Uhr. Was? Ich will nicht gesehen, was sie überhaupt macht, aber wir könnten vielleicht mal in die anderen Räume gehen und nachgucken. Wir heben noch. Oder was ist das kleine? Ah! Okay, jetzt habe ich es gesehen. Alles klärschen. Können wir die jetzt irgendwie aussperren oder so? Meine Welt. Ja, genau, jetzt wiegt er ein bisschen rum. Wo ist er denn jetzt hin? Ach, jetzt sitzt er da drauf, okay. Ah nee, wir lassen den da sitzen und schmeißen das obere Fenster zu. Oh Gottes Willen. Willst du dich auch lieber dem 100-Stunden-System annehmen, oder was? Bis jetzt muss er wieder zurückfliegen. Los, mach mal. Setz dich da wieder hin. Oh, mach nochmal auf und zu. Hihi. Da sind wir auch nur einen los. Na los, flieg, kleiner Mann. Flieg und sei frei. Lieber nur hier mit ihm. Buff. Achso, wir hätten vielleicht warten sollen, ne? Ah, ich bin verwirrt jetzt. 2x12 Stunden. Ah ja. Why not? So, jetzt setz dich da bitte hin, kleiner Mann. Ja, ja, ja. Hihihihihi. Was auch immer wir gerade getrieben haben, er sitzt draußen. Will er wieder rein? Der Kobold da scheint besonders unternehmungslustig zu sein. Er war der Erste, der aus dem Klassen... Na ja, gut, soll mir egal sein, der wird schon wieder verschwinden. Aber Mann, was können wir denn mit dieser blöden Grete noch machen? Das geht nicht. Hey, lass das! Er hat das Bild dieser hübschen Prinzessin geküsst. Boah. Besser, ich bringe sie in Sicherheit. Oh Gott. Ist er krank? Gestört. Sieht auf hübsche Prinzessinnen. Er hätte das Buch bestimmt gerne wieder. Aber wenn ich es ihm gebe, würde er nur damit davonfliegen. Will ich ihn nicht irgendwie einsperren oder so? Ja, sehr schön. Vielleicht kann ich ihn in eine Falle locken. Hey, schau mal, das Buch. Tschüss. Ha, jetzt habe ich dich. Okay, naja, der ist auch weg. Irgendwie. Eingesperrt an einem dunklen Ort, zusammen mit dem Märchenbuch. Da freut sie sich morgen. Zeit für Verhandlungen. Ach, wieso denn verhandeln? Hallo? Hörst du mich? Nein. Ich habe nichts gegen dich. Aber du musst die Schule verlassen. Hier drin ist es zu gefährlich für euch und ihr stört den Betrieb. Ich öffne jetzt langsam die Tischplatte und du kommst friedlich mit. Einverstanden?
Ich glaube nicht. Also gut. Da! Au! Entschuldigung, das wollte ich nicht. Ich sollte das Beste daraus machen. Ich verstaue ihn sicher in der Federmappe hier. Okay. Tschüss, armer Kobold. Oh, ich glaube, er ist schon aufgewacht. Und der ist auf Krawall gebürstet. Wie man mit Katzen zum Tierarzt will. Okay, gut. Schon zwei weg. Wie kriegen wir jetzt den blöden anderen weg da? Er steht auf die Pflanze. Es war Hoffnung, dass so etwas Schönes und Friedliches in diesem düsteren Gebäude überlebt hat. Hat sie ihn jetzt gesnackt? Ich glaube, der Kobold ist weg, oder? Vielleicht war es schon immer eine fleischfressende Pflanze. Vielleicht hat sie sich aber auch an ihre neue Umgebung angepasst, um zu überleben. Keine Sorge, kleine Pflanze. Ab jetzt werde ich mich um dich kümmern. Du musst nicht mehr hungern. Ja genau, wenn kein Wasser bekommt, dann... Wow. Das ist ja ekelerregend. Das riecht wie faule Eier. Oder wie Opa, wenn er Bohnensuppe gegessen hat. Können wir das irgendwie hier reindingsen? Oder geben wir einfach... Nee, ich glaube, die sind weg. Hauptsache weg. Ich halte mir die... Ich hätte gesagt, dass wir irgendwie... Genau, die einsaugen können. Hab sie! Gut, jetzt haben wir eine stinkende Gaswolke. Ach man, Leute, was machen wir hier? Sauber machen müssen wir auch noch. Putzen, ey, im Spiel. Ich dachte, wir erholen uns. Ich glaube nicht, dass ich sie mit dem Gas erwischen könnte. Sie flattern ein paar Mal und schon sind sie aus der Gefahrenzone. Außerdem flattern sie ein paar Mal und sind aus der Gefahrenzone. Und ich habe eine stinkende Schule. Wenn wir jetzt einfach den Hebel hier aufmachen, dann ist er raus. Meine Fenster und Lüften etc. Plan, plan. Dann kommt der andere ja nicht rein. Ich glaube nicht, dass ich sie... Außerdem... Oh, jetzt hat er sich wieder so... Dann kriegt der Troll das? Boah, Junge, du hast gepupst. Er könnte eines der wenigen Wesen dieser Welt sein, das sich nicht an dem Geruch stört. Er könnte ihnen sogar gefallen. Also lasse ich es lieber. Mann, wie wollen wir denn hier vorwärts gehen? Mich würde schon interessieren, was ist ein magisches Gebäude, das zwei Jahrzehnte auf sich allein gestellt war. Der bin ich, ne? Wenn du mit mir reden würdest, könnten wir gemeinsam viel mehr für die Schule erreichen. Nun komm schon, nope. Ich verlange, dass du mit mir redest. Na toll, noch einer, der hier Forderungen stellt. Ach, geht doch, Mensch. Was machst du gerade? Wonach sieht es aus? Eigentlich nach gar nichts. Es sieht aus, als würdest du die Halle sauber machen. Also, ab und zu. Ein wenig. Na, ist mein Job. Bin Hausmeister. Was dagegen? Ja. Direktor Bloch hat angeordnet, dass wir zusammen die Eingangshalle reinigen und von Spinnenweben befreien sollen. Bin doch schon dabei. Ja, aber es scheint nicht gut voranzugehen. Du kannst es natürlich besser, hä? Das nicht. Nur vielleicht kannst du Hilfe gebrauchen. Hast du noch andere Putzutensilien? Besen, Kehrblech? Klar habe ich alles. Gebe ich dir aber nicht. Besorg dir den Kram selber. Was soll denn das? Ich biete dir meine Hilfe an und erspare dir damit viel Arbeit. Heul doch. Ganz kurz noch zu Eve. 11. bis 12. ist Netzwerktest. Wie soll man das denn überhaupt testen? Also für Dark Souls Remastered. Hab ich ja gerade ein bisschen. Also nur so einloggen irgendwie oder what? Sieh mal,
Du hast die Aufgabe, die Eingangshalle zu reinigen. Ich habe die Aufgabe, die Eingangshalle zu reinigen. Wenn wir zusammenarbeiten, geht es für beide schneller. Leuchtet dir das nicht ein? Klar, Professor Superschlau muss es ja wissen. Alle anderen sind ja nur Idioten. Das sage ich ja gar nicht. Aber es ist nun mal Fakt, dass... Keine Ahnung von gar nichts haben, aber sich hier aufspielen, was? Es ist ganz offensichtlich, dass... Keine anderen Meinungen zulassen. Das hatten wir hier schon mal, weißt du? Scheiß Faschist. Ich will keinen Streit mit dir. Deine Eltern sind Geschwister. Alle drei. What? Er hat wohl drei Eltern. DDoS ist ein klasse Test. Gut. Was ist ein klasse Test? Und achso, einfach runterladen und zocken. Ah, okay. Ja, könnte man machen. Die Frage ist nur gerade, welche Tage das jetzt sind. Ist der 12. schon Samstag? Die prinzipiell ja. Also Bock hätte ich schon. Einfach nur mal, um zu gucken, wie es schon so ist. Hat ja jetzt auch nicht wenig Spaß gemacht, der erste. Also so das, was ich gespielt habe. Ich halte für einen Freund die Augen auf. Informier mich bitte, wenn es hier in der Schule besondere Vorkommnisse gibt. Hä? Naja, wenn sich zum Beispiel jemand in der Schule herumtreibt, der hier nichts zu suchen hat. Wenn Dinge verschwinden oder sowas. Da war ein Penny in der Freitag, Tür. Ja. Wie bitte? Genau. In der Ausgangstür war ein Penny, ging nicht mehr auf. Aha, das ist wohl eher nicht so wichtig. Hast du den Penny da reingesteckt? Nein. Ich behalte dich im Auge, Freundchen. Aber der soll mir doch sagen, wenn irgendwas... Ja, egal. Bist du schon lange Hausmeister? Und was genau ist dein Aufgabengebiet? Ich schmeiß den Laden hier. Ach. Ohne mich läuft nichts. Das kapiert nur keiner. Verstehe. Allerdings haben auch die Lehrer, die Schulleitung und andere einen kleinen Anteil am Erfolg der Schule, nicht wahr? Was für ein Erfolg? Hast dich in dem Loch hier mal umgesehen? Eklig. Alles dreckig und heruntergekommen. Ja, man sieht, er arbeitet nicht so gut und so hart. Können wir jetzt nicht einfach mal Sommer machen, bitte? Ja, es ist in der Tat relativ dreckig hier. Wäre es nicht deine Aufgabe, etwas dagegen zu tun? Was meinst du, was ich hier gerade mache? Könnte noch etwas dauern, bis du mit dem Saubermachen fertig bist, oder? Wenn du das sagst, Schlaumeier... Ja, mach das. Sag mir auf jeden Fall Bescheid, wenn man das runterladen kann. Ich weiß, dass ich da an dem Tag, glaube ich, irgendwie jemanden zum Übernachten darf, aber das ist egal, relevant. Kann man trotzdem durchzocken. Hey. So. Ach man. Jetzt mal ernsthaft. Ich könnte wirklich deine Hilfe gebrauchen. Bitte. Du kommst mit deinem Leben nicht klar, hä? Und jetzt soll ich das wieder für dich regeln, wie immer. Du hast mir noch nie geholfen. Wir kennen uns überhaupt nicht. Oho, der feine Herr hält sich für was Besseres und kennt uns plötzlich nicht mehr. Ich glaube langsam, es macht dir Spaß, mich zu ärgern. Alle hassen mich nur, weil ich geil bin. Gott, was, wohin geht das? Niemand hasst dich. Doch, die Leute behaupten, ich sei arrogant. Aber woher wollen die das wissen? Mit denen gebe ich mich doch gar nicht ab. Und weißt du, was der Hammer ist? Nein. Ein Werkzeug. Idiot. Oh Gott, geht ihn auf den Sack. Und schönen guten Abend, Alexia Levy. Huch. Und Katze. Du auch hier. Und jedenfalls, also Yves spricht gerade über Dark Souls Remastered. Das kann man tatsächlich nächstes Wochenende schon mal testen. Also zumindest so Netzwerktest für die Leutchen machen. Da wollen wir schon mal probieren, wie es so ist. Also... Katze, musst du jetzt herumstehen. Ich wette, Ratsvorsitzende Van Buren hatte die Stelle hier verschafft. Klar, sie wollte den Besten. Naja, ich glaube eher, es wäre ihr ganz recht, wenn es hier in der Schule nicht voranginge. Weißt du, was dein Problem ist? Du bist ein Schwätzer. Bert meint das auch. Wer ist denn Bert? Wer ist Bert? Ein Kumpel von mir. Er findet auch, dass du ein Schwätzer bist. Jetzt bitte nicht sein Mob. Aber... ich kenne Bert nicht. Selbst wir haben uns doch gerade erst getroffen. Du sagst also, dass ich lüge.
Das ist genau das, was Bert, mich und die anderen so an dir stört. Wer sind jetzt die anderen? Es gibt doch gar keinen Bert. Du lebst sowas von in deiner eigenen Welt, Schwätzer. War schön, mit dir zu reden. Ich verstehe gar nicht, warum so viele nicht mit Trollen reden wollen. Alles Arschlöcher wollen nicht, dass wir unsere Meinung sagen. Das finde ich auch nicht in Ordnung. Deswegen lasse ich dich ja reden. Ja, aber dann wird von dir alles, was ich sage, runtergemacht. Wer hat dich hier eigentlich zum Sheriff ernannt? Mit dieser Schule geht es bergab und das schon seit langem. Seitdem du und ein paar andere hier sind, gibt es nur noch Stress. Du bist doch erst seit heute hier. Früher war das nicht so. Aber jetzt muss hier alles politisch korrekt sein. Oder man wird sofort zum Schweigen gebracht. Ja, gut. Wiedersehen. Können wir jetzt mal bitte spielen wieder? Also, ich finde es ja nicht schlecht, dass die so lange rumquatschen, aber irgendwie ist es ein bisschen auswendig mittlerweile. Also, wir haben jetzt noch gar nicht geschafft. Und irgendwie haben wir auch durch das Reden mit ihm überhaupt nichts erreicht, oder? Können wir noch mal? Direktor Bloch will die Kobolde ich loswerden. Ich spiele jetzt ein bisschen vor. Hat er mir nicht Aber mir? Und ich will, dass du mir hilfst. Wohl. Warum? So unfreundlich, destruktiv und arschig. Trollen, okay, ja. Schon klar, dass du nicht helfen willst. Du kannst es gar nicht. Du bist nicht geschickt und klug genug, um den Kobold zu fangen. Ich kann alles besser als du. Das steht schon mal fest. Aber beweisen muss ich dir gar nichts. Okay. Naja, macht nichts. Eigentlich mag ich die Kobolde sogar. Hab schon bessere gesehen. Ja, aber mich würde es sehr ärgern. Sprichst du mit... So kann das doch nicht weitergehen. Nee, ist euch zu schnell. Guck mal, ist auf ihn drauf. Okay, jetzt sind wir den auch bla, los. Bla, bla. Was ist? Ist dir gerade deine eigene Dämlichkeit aufgefallen? Ja, das Gegenteil. Du, willst du dich in... Das? Okay, das heißt, ich glaube, wir sind die Kobolde tatsächlich schon los. Oh, zum Glück. Wie können wir jetzt sauber machen? Wandteppich? Das ist Vielleicht Wandteppich? Zeigen die Farben und Formen auf dem Wandteppich, wem der Ritter einst gedient hat. Ich kenne mich mit diesen Dingen leider nicht gut aus. Im Weißkammgebirge gab es keine Ritter. Vermutlich, weil sie alle im Schnee versunken wären. Und sonst so? Der Wandteppich ist in einem miserablen Zustand. So wie alles hier. Die Farben sind verblasst und... Hey, da ist sogar ein Fadenlose. Faden ins Inventar? Der Teppich scheint magisch zu sein. Erst war es nur ein ganz kurzer Faden. Jetzt ist er bestimmt 4 Schritt lang. Was? Ich reiße ihn durch und nehme ihn mit. Magischen Faden kann man immer gebrauchen. Was zum Henker? Okay, wir haben einen Faden. Mittlerweile weiß ich echt nicht mehr, wohin das geht. Ich könnte den Faden durch den Haken am Ende der Grete ziehen und hätte dann eine Art Nadel. Hat funktioniert. Und ich kann sogar nähen. Mama hat es mir gezeigt, während Papa Sydney Schweißen beigebracht hat. Gut, weil man sieht der Faden so kurz aus. Mensch, Leute, können wir noch machen hier? Prattern, irgendwo hin prattern? Wir müssen ja jetzt eigentlich nur noch sauber machen. Automatisierungssauber. Automatisiere mich. Den Dreck. Die suchen uns noch irgendwas, würde ich sagen. Ist mein Chat eigentlich wieder abgeschmiert? Hier mal rin. Ich glaube, mein Chat ist abgeschmiert. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bezweifle so, dass der... Ich traue dem halt nicht. Macht der häufiger. Ach genau, Automatisierungszauber. Irgendwas suchen dafür. Hallo Chat, echt? Ja, ne, ich habe jetzt gerade neu geladen. Jetzt merkt man es eh nicht mehr. Automatisiere irgendeinen Besen?
Können wir nicht hier machen wie bei Mickey Mouse oder so? Irgendwas muss es doch geben, was wir automatisieren können. Unseren Fridolin? Nein? Ich hätte echt gedacht, das mit dem Sauermachen wird kein großes Problem. Ich meine, was braucht man denn schon? Oh, groß. Chemie-Ecke. Da war ich wieder übereifrig. Was ist denn jetzt? Jetzt geht das jedenfalls gar nicht mehr. Okay. Bitte, was für ein Paket? Oh Mann. Was ist das denn? Ein Geschenk? Für Wilbur. Ah. Bisschen ah. Wow, das ist... Was ist das? Ich bin eine magische Schiefertafel. Okay. Du siehst ziemlich teuer aus. Danke. Und Siri, du bist du ein das? Geschenk? Du gehörst jetzt mir? Das Geschenkpapier und die Grußkarte lassen diesen Schluss zu. Aber wer ist A? Ungenügende Parameter. Vielleicht Alistair, der Erzmagier. Mordred Michael Mechthild Alistair, Erzmagier von Seefels. Er dachte wohl, ich könnte etwas Hilfe benötigen. Sehr lieb von ihm. Mechthild. Ah, du meinst, das ist Alexa. Na gut, zeichne die ganzen Daten auf und schickt sie zu Google, ne? Aber was genau bist du? Zu Google? Eine sprechende Schiefertafel? Nee, nicht zu Google. Ich kann sprechen, schreiben, zeichnen, rechnen, singen, dichten und vibrieren. Und ich kann fast jede Frage beantworten. Vibrieren? Wow. Ja, von Amazon. Ja. Ja, aber hatte Google nicht auch so ein Ding? Kostenlose Spiele kann spielen? Kann man auf oh, die ja. Spiele spielen, die zunächst kostenlos zu sein scheinen, die einem dann aber langfristig viel mehr Geld aus der Tasche ziehen, als sie wert sind? Nein. Ich bin ein Arbeitsgerät und wurde nicht für unproduktive Beschäftigungen wie Spiele entwickelt. Schade. Voll ich nützlich. Wette, du bist als bestimmt ob. Voll nützlich. Ungenügende Parameter. Na hör mal, man kann auf dir schreiben und malen und so. Kennst du ein paar Zaubersprüche? Nein. Kannst du mir Tipps geben, wie ich meine Aufgaben lösen kann? Solange es nicht um Rezepte geht, vermutlich nicht. Hm. Ich mag dich trotzdem. In Ordnung. Over und out. Sie hört trotzdem die ganze Zeit mit. Nutzt die magische Schiefertafel. Die magische Schiefertafel von Meister Alistair. Ich mag's. Hm. Im Moment habe ich keine Fragen. Die kann man einfach so benutzen. Ja, können wir da noch machen mit der Tafel? Können wir irgendwas anderes noch kombinieren? Nee, ne? Ich weiß auch nicht, was zu tun ist. Ich wollte ja eigentlich irgendwen verzaubern oder irgendwas, aber ich finde nichts. Den. Achso, Klassbuch lesen. Nee, eigentlich nicht. Das muss jetzt nicht sein. Was steht auf dem Zettel? Der Apparatus, der den Schüler Allardyce ins Verderben stürzte. Eine Warnung für alle, die die Grenzen der... Hm. Ist die Frage, ob wir euch mit den Sachen häufiger interagieren müssen, also reden, angucken müssen. Ich glaube, der Erzmagier hat solche Broschüren gar nicht. Auch keine Plakate. Entweder fehlt ihm das Gold oder er will den Wahlkampf nicht auf diese Weise. Zunächst wollte man die Grenze, wer wahlberechtigt ist und wer nicht, an der Gruppe. Dann sollte das Gewicht ausschlaggebend sein. Je mehr man wog, desto gewichtiger die Stimme. Aber dann wären Trolle und Oger überrepräsentiert gewesen. Letztlich hat man sich auf ein Mindestalter geeinigt. Allerdings gibt es immer noch Diskussionen, weil Ratten, Untote und andere Minderheiten nicht wählen dürfen. Oh. Also ich finde schon hart, wie viel der teilweise zu den Sachen sagt. Ich meine, wir können ja so lange mit den Sachen reden, gucken, machen, die Dinger aufhören zu leuchten. Sind wir doch noch nicht fertig hier in dem Raum. Etwas Asche, aber auch Blatt Papier. Noch eine Buch. Ah, die haben wir gesucht. Okay. Nochmal gucken. Jemand wollte sich wohl ein Feuer machen und die Buchseite ver...
Hat nicht funktioniert. Okay, also ich mache das jetzt echt ein bisschen flotter hier. Das, ey, kein Wunder, dass man sonst gleich einschläft. Solange ich nicht nur der erste, sondern auch der einzige Lehrer an dieser Schule bin, werden die meisten... Okay, also ich mache es halt quasi so, dass ich einmal grob drüber lese. Wenn ich fertig bin, klicke ich sie weg. Also es sind ja wirklich Kleinigkeiten, vor allem wenn er die zum dritten, vierten Mal anspricht, die Sachen. Also irgendwann hört es halt mal auf. Vielleicht kann ich im Klassenbuch etwas über diesen Allardyce... Nein, nicht schlafen! Wir müssen noch eine Stunde durchhalten. Der junge Allardyce hat trotz wiederholter Mahnungen die Experimente an seinem Feuermacher fortgesetzt. Zu meinem großen Bedauern muss ich feststellen, dass das Gerät funktioniert. Wir mussten ihn wegen Wahnvorstellungen und Insubordination in die Irrenanstalt von Arkham einweisen. Was? Ein Zauberer, der einen Feuermacher erfindet und dafür von anderen Zauberern... Ich vermute, sie konnten zu ihrer Zeit nichts mit dieser neuen Art von Magie anfangen. Zauberer waren lange Zeit die einzigen, die Feuer machen durften. Okay. Eine merkwürdige Feuermaschine also. Laut Klassenbuch soll das hier ein Feuermacher sein. Das wollte ich hören, Eve. Heutzutage kann sich jeder Streichhölzer beim Alchemie... Aber zu Zeiten des jungen Allardyce verteidigten die Magier ihr Monopol wohl noch mit... Jetzt können wir ihn benutzen. Ey, das ist ja echt ein bisschen hart. Hm. Vielleicht funktionierte der Feuermacher früher einmal. Moment. Laut Klassenbuch soll da... Aber... Komm doch mal reingucken. Jetzt mir deine Buchsen hoch, Vibor. Will ja keiner sehen, dass du hier so rumschlamperst. Vielleicht finde ich noch... Da noch ein zweiter Eintrag, echt jetzt. Aha. Habe heute eine beunruhigende Entdeckung gemacht. Der junge Allardyce, dieser Apparatus könne Feuer ganz ohne Magie entstehen lassen. Er ordnete 2 Wochen Nachsitzen im Kerker. Da finden wir bestimmt noch was in den Akten oder so. Und Chris, sehr gut, dass du eine Weile durchhältst. Du machst dich aber trotzdem raus. Na gut, dann mach's gut und bis morgen. Ich meine, morgen kommt ja sowieso das Beste von allen, ne? A Way Out und ach, das wird so toll, ich freue mich voll. Macht so mega Spaß. Also ja, mach's gut. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Und nochmal danke für den Sub. Üb. Dann gucken wir hier nochmal schnell durch. Jetzt im Winter ist ein magischer Kachel. Ah, jetzt können wir ihn auch benutzen? Nee. So tun, als ob. Au! Der Stein ist mehr als warm. Ich habe herausgefunden, dass Opa einen Gang jedes Mal, wenn er jemanden zu einer waghalsigen Dummheit überreden will. Okay, er hat also eine ganze Kiste von den Fliegerbrillen, auch gut. So wie er momentan aussieht, könnte er Bertram, dem dicksten Hamster der Welt, Konkurrenz machen. Aber er kommt schon wieder in Ordnung. Ein kleiner Verdauungsschlaf und danach sieht die Welt wieder anders aus. Ja, war. Er ist auch echt knuffig. Hier nochmal. Ach genau, da waren noch die beiden Krempelsachen. Erst wollte ich nicht annehmen. Aber Meister Alistair meinte, es gäbe nur noch sehr wenige Zauberer und ich hätte die Magierausbildung schnell... Ich wollte gerne helfen und mehr über Magie erfahren. Hoffentlich war das die richtige Entscheidung. Ich... Ein paar der Kisten und Finger weg. Eigentum Schrödinger. Des Halbblut- da ist er ja doch. Schrödinger. In der Kiste könnte eine tote Katze sein. Oder nicht. Oder eine halbtote Katze. Eine untote. Meine ganze Familie ist im Weißkammgebirge geblieben. Was sollen sie auch hier in Seefels? Das ist nicht ihre Welt. Die kleine Sydney kann mittlerweile laufen und erreicht alles, was auf den Werkbänken liegt. Das hat ihren Erfindungsoutput verdreifacht. Maggie baut keine Kampfroboter mehr, seit der Krieg vorbei ist. Sie experimentiert nun mit Recht. Okay, na gut, wenn es... Ja, wenn es ein bisschen später wird, ist ja kein Thema. Schreib dann einfach, oder beziehungsweise ich sehe es ja, wenn du dann online bist und dann hauen wir einfach direkt los. Es war nicht leicht, ihnen zu sagen, dass ich kein Ingenieur, sondern Magier. Mama meinte, sie hätte es immer geahnt. Nur weil ich nichts bauen konnte. Jetzt sind wir in dem Raum endlich fertig, okay. Das heißt, wir gehen... Wir sind jetzt auch hier fertig. Wir können jetzt nochmal im anderen... Eingangsbereich gucken und wir können nochmal nach, ja, zum Dings gehen. Zum Director.
Ja, aber der ist doch jetzt draußen, oder? Kein Schimmer. Nicht nur, dass er sehr weit weg ist. Der ist doch draußen, ist mir doch egal. Wie soll ich da bloß hochkommen, um die Spinnweben? Wie die meisten Gnome werde ich nervös. Aber hier sagt er immer wieder das Gleiche, glaube ich. Das ist nicht einfach nur Staub und Dreck. Es ist hart wie Stein. So, dabei hat in den letzten 20 Jahren niemand die... Wie soll ich die Halle nur saugen? Das ist nicht einfach dabei. Okay, gut, dann gehen wir nochmal hier hoch. Vielleicht können wir nach diesem... Oh, den können wir auch mitnehmen. Nach diesem... Wie auch immer, hier ist gucken. Das ist nicht irgendein... Ach, das ist auch so eine Tut Seite. Tut mir leid, Schwan. Noch das heißt, noch drei fehlen. So ungefähr. Mal abwarten. Genau, da ist er. Albert Allardyce. Allardyce. Er scheint ein sehr guter Schüler gewesen zu sein. Aber es gibt viel... Und was ist das? Na, eine Buchseite? Ich habe jetzt mal ein bisschen die Namen ignoriert. Ich wette, da steht aber auch irgendwo garantiert irgendwas Lustiges noch. Der Feuermacher ist ein erstaunliches Stück Ingenieurskunst. Man muss entflammbares Gas einfüllen und dieses wird dann mit Hilfe komplizierter Technik entzündet. Ah, na bitte, dann wissen wir auf jeden Fall, wie wir das Ding anschmeißen. Weil noch nicht ganz klar ist, was wir damit wollen. Einer der Punkte wurde mit schwarzer Tinte eingekreist. Seefeld, es führen ein paar Linien von hier weg. Seefelds Zaubererschule Astronomikon und... Wenn dieser Kamin mit dem Kamin der Bibliothek verbunden ist, kann ich sie durch ihn vielleicht erreichen. Müssen wir es halt nur anmachen dürfen. Das muss die beste Uhr der Welt sein. Die meisten haben nur 2 oder 3 Zeiger. Die da hat mindestens 10. Ich weiß nicht genau, was das Instrument mir sagen will. Es gibt hier so viel zu entdecken. Der Kamin hier im Lehrerzimmer ist mit dem Kamin in der verschwundenen Bibliothek verbunden. Die Bibliothek hat die Symbole Eule, Wurm und Ratte. Ich brauche ein Feuer, Kaminreisepulver und ein wenig Glück. Okay, gut, Feuer ja, aber Kaminreisepulver, was hat die Frau wohl das noch herbekommen? Vielleicht müssen wir uns das echt noch irgendwie mischen oder so. Mischen. Oder es ist der Dreck, der auf dem Boden liegt. Ich habe keine Ahnung. Aber fürs Saubermachen hätte ich doch vielleicht ganz gern mal irgendwie Hilfe, glaube ich. Ich glaube, das geht mir sonst irgendwann auf den Sack hier. Also gut. Wenn dieses Gas nicht brennbar ist, dann weiß ich auch nicht. Das war's. Dann wollen wir mal. Oh Gott, oh Gott. Brennt! Keine Zeit für einen markigen Spruch. Außerdem ist niemand hier, der ihn hören würde. Das Allerdings, stimmt. Wem habe ich dann gerade diese Tatsache erklärt? Das Feuer können wir jetzt mit den Brettern mitnehmen? Hey, weg. Ja, was sollen wir denn mit dem Feuer jetzt bitte machen? Das Gas brennt mit einer schönen, gleichmäßigen Flamme. Und weil es verbrennt, riecht es auch nicht mehr. Einfach anzünden. Nehmen wir das so wieder mit? Also Feuer haben wir ja mehr oder weniger, aber... Bin verwirrt. Das Gas brennt und weil... Im Moment habe ich keine Fragen. Nadel und wann? Ich hab auch keinen Plan langsam mehr. Wieso könnte ich einfach irgendwas anzünden und das mitnehmen? Der Feuermacher soll seine eigenen Pläne zerstören? Lieber nicht. Mit Ironie und soll... Ach, Manu. Das sind die Seiten, die wir sammeln. Die tolle, trockene Packung. Ich glaube nicht, dass der Karton gut brennt. Hä? Zumindest nicht so gut wie Papier. Wieso soll der nicht so gut brennen? Ja. Ich könnte das Feuer wohl mit Hilfe des Papiers bis ins Lehrerzimmer bringen. Aber da sollte dann schon ein vorbereiteter Kamin auf mich warten. Ach so, natürlich, wir haben ja die Bretter. Ja gut, okay, dann bereiten wir den auch schnell vor. Eieiei. Vielleicht finden wir ja in der Bibliothek irgendwas zum Saubermachen. Ich hoffe es einfach. Das Reisepulver brauchen wir trotzdem noch. Ich hoffe, das ist kein Schuleigentum, das Sie da verbrennen wollen, Professor.
Nein, es ist nicht. Es sind nur ein paar alte Bretter. Hier aus der Schule. Schon, aber sie hätten eh schon weggeworfen werden sollen. Sie hätten sie wegwerfen sollen, haben das aber... Ich hab mir gedacht, warum die Bretter wegwerfen und dann teures Brennholz verschwenden. Warum unnötig die Schulfinanzen belasten? Gut mitgedacht, ja, ja. Professor Wetter. Oh Mann, auch außerhalb des Klassenraums ist der Job komplizierter, als ich gedacht hätte. Ich sag ja einfach nur anstrengend. So, jetzt brauchen wir das Feuer drauf. Vielleicht sollten wir noch die Pappkarton mit reinlegen. Warte mal, wir legen die mal als so quasi Brennhilfe mit rein noch. Und dann können wir Feuer holen. Den leeren Hasenfutter? Genau, rein da. Damit holen wir das. Das wollen wir nicht verbrennen, oder? Lieber nicht. Nee. Auf diesem Blatt sind die... Dann nicht. Dann holen wir das Feuer. Aber woher das Pulver? Ich stelle euch das immer alle so leicht vor. Ist es gar nicht. Ich warte doch bestimmt jetzt auch schon mit seit über einer Stunde hier mit Wilbur durch die Gänge, oder? Ich habe das Gefühl, ich komme gar nicht vorwärts. Na los. Ich reiße ein Blatt aus dem Notizblock in Streifen. Die sollten ausreichen, um das Feuer bis zum Versuch. Oh Gott, ich habe ja geschafft. Jetzt aber schnell. Jetzt aber eilig. Schön mit den Doppelklicks arbeiten, dann wird das. Geschafft. Nun mach schon. Brennen. Haben Sie etwas gesagt, Professor Wetterquarz? Es ist ausgegangen. Ich bin nur gerade dabei, Feuer zu beschwören. Oh. Wow. Geht doch. Sagt der Herr Professor, fackeln Sie uns nicht gleich den ganzen Turm ab. Ich bin ein mächtiger Zauberer. Verzeihung. Über das Ergebnis kann man sich nicht beschweren. Aber wie kann es sein, dass ich Feuer beschworen habe, obwohl ich nur mit dem Stab herumgefuchtelt habe? Das gefällt mir nicht. Das ist vielleicht doch etwas mächtiger als gedacht. Aber wir brauchen trotzdem das Pulver noch. Also zumindest Besenball, das... Besenball hieß ursprünglich anders. Es wurde auf fliegenden Besen mit 6 geflügelten Bällen gespielt. Aber dann gab es Urheberrechtsbedenken. Deswegen ist es heute wie Fußball, nur dass jeder Spieler einen Besen auf den... Was, auf dem Rücken? Holy. Ob ich den Siegerbesen dafür missbrauchen könnte, die Eingangshalle auszufegen? Leider kann ich den Schaukasten nicht einfach öffnen. Hm. Das heißt, ihr braucht noch einen Schlüssel. Ich kann mal fragen. Ob der Direktor was für uns hat? Huch, der redet gar nicht. Hm. Entschuldigen Sie... Ja. Ich habe immer Angst vor den Direktoren, muss ich ja ehrlich sagen, ne? Ich habe den... Ich weiß, was Sie sagen wollen. Ich bin auch nicht begeistert davon. Aber was sollen wir tun? Sie haben den Hausmeistermarkt fest in Ihrer Hand. Wie meinen Sie? Paragraph 1, Absatz 1. Der Troll darf mit keinem Schulangestellten... Mhm. Warum haben so viele der Zettel auf Ihrem Schreibtisch ein Loch in der Mitte? Das ist die Luftpost. Man steckt die Nachricht auf den Schnabel der Brieftauben. Kein optimales Verfahren. Erstens hat man zwangsweise Löcher im Papier und zweitens... Ich glaube, dafür gäbe... So? Man könnte die Briefe einfach direkt auf die Tauben schreiben. Solange es weiße Tauben sind und man schwarze Tinte benutzt, müsste der Text gut zu erkennen sein. Oh ja, ausgezeichnet. Kein schlechter Gitter. Ihnen scheinen Akten sehr wichtig zu sein. Ordnung ist sehr wichtig. Akten sind ein Werkzeug. Ich habe einen Zauberspruch-Schnellhefter. Vielleicht können Sie dann hiermit... Zaubersprüche haben in meinen Akten nichts zu suchen. Archivieren Sie ihn, Herr Kollege. Gern. Ein Zauberspruch, oder was? Dann mache ich mich nur zu... Was haben wir denn jetzt bekommen? Ein Zauberspruch? Jemand hat an den Rand eine Notiz geschrieben. Direktor Pinkerton. Dieser Zauberspruch kursiert momentan in der Schule. Er öffnet Laschen, Knoten, Schleifen und dergleichen.
Vielleicht auch Schlösser? Es gibt fast keinen Schüler oder Lehrer mehr in der Schule, der hochgezogene Hosen vorzuweisen hat. Wir müssen dem dringend Einhalt gebieten. Wie es scheint, lässt sich Magie nicht nur für ernsthafte Dinge einsetzen. Das freut ihn wieder. Na komm bitte. Er hat doch uns quasi den Schlüssel gegeben, ne? Ich glaube nicht, dass das geht. Der Zauber öffnet aber versuchen. Wie vermutet. Es gibt sicherlich einen anderen Zauber, der Schlösser öffnet. Mann, oh. So ein bisschen einfacher machen, einfach so zaubern. Im Moment habe ich keine Fragen. Ich brauche eine Öffnungsfrage. Haben wir denn irgendwelche Laschen, die geöffnet werden müssen? Oh, wir können ihn ausziehen. Den lässt er vielleicht seinen komischen Besen fallen. Nope. Sind so nicht. Das irgendwie. Was haben wir dann fehlen? Automatisierungszauber. Doch, warte mal, der ist wieder reingekommen, sein Mist. Ich muss doch wieder aussperren. Wer hat denn das Fenster da offen gelassen? Also. Ich das etwa? Muss er doch wieder aussperren, den Jungen. Hallo, setz dich da wieder aufs Fensterchen. Wie hatten wir das mal gemacht? Tschüss. Ja gut, das wollte ich ja eigentlich am Anfang schon erreichen. Aber jedenfalls ist er jetzt weg. Einfach rausgekickt. So. Nein, nicht. Ich muss das Fenster zumachen, nicht, dass er wieder reinkommt. Schnell. Nein. Oh, ich nehme immer die Tür. Hallo. Das ist langsam der Hilfe mal ganz nett, glaube ich. Die 2 Stunden Konzentration vorbei. Jetzt kann ich nicht mehr. Das ist es. Ich habe ihn ausgesperrt. Yay, Kammerjäger. Jetzt haben wir wirklich alle los. Jetzt brauchen wir halt noch den Besen zum Saubermachen aus dem Dings. Also wir brauchen irgendwie einen Schlüssel und wir brauchen... Was ist das? Dieses Reisepulver. Und die Frage, wo wir das herbekommen. Raus dürfen wir ja offensichtlich nicht. Hier sind wir soweit tatsächlich fertig. Gefällt mir gar nicht. Meister Markus hat mir alle... Ich wünschte... Ich darf nochmal bei dem Direktor umgucken. Ich meine, hier sind wir eigentlich auch so weit theoretisch. Reden nochmal? Ich glaube nicht, oder? Ich habe gerade nicht... Können wir noch mal reingucken. Ich weiß aber nicht, ob irgendjemand noch was reingepackt hat im Aktenschrank. Entschuldigen Sie. Ja. Wenn ich die Eingangshalle schon reinige... Der Hausmeister-Troll wurde ent... Er will mir nicht... Sie sind Professor, er ist Hausmeister. Oh, der Troll. Die Spinne... Und? Es ist... Aber... Ich bin ein eher durchschnittlich großer Gnome. Das kann keine Entschuldigung. Oh. Alle Kobolde sind vertrieben, soweit ich das beurteilen kann. Gute Arbeit. Aus, vielleicht waren sie geschäftlich in der... Irgendein Witzbold muss sie beschworen haben. Oder der Erzmagier? Zum Glück konnte ich die Koboldplage eindämmen. Ja. Also, schon. Aber wer hat es ihnen befohlen? Na, sehen Sie. Na ja. Wegen des darauf sind für diese Schule gleich mehrere Natürlich. Große und wichtige Gebäude. Einer davon scheint in der vermissten Bibliothek. Gut, bin schon dabei. Aber selbst wenn der Kamin noch zu erreichen wäre. In der Tat. Ach, hat er Man benötigt direkt. Extrem selten nur hochrangige Stadt. Oh, danke. Geht doch. Danke.
Wetterquarz. Haben Sie mir nicht zugehört? Ach nö, oder? Nur aber ich dachte, ich... Natürlich, aber doch bitte ohne meinen Kamin... Ist doch nicht richtig mit ihm. Ohne Ihr Kaminreisepulver wüsste ich nicht, wie ich in die verschwundene Bibliothek kommen soll. Das ist Ihr Problem. Oder versucht... Was... Dann mache ich mich wieder an die Arbeit. Tun Sie das. Etwas haben Sie immerhin schon geleistet. Ja, ich habe schon etwas geleistet. In dem Döschen befindet sich vermutlich genug Kaminreisen. Aber wie komme ich da rein? Die haben doch einen Zauberstab. Nope. Nope. Außer sie geöffnet? Nein. Wir könnten ihm einfach so ein paar Münzen hinschieben. Wie los? Hier, nimm. Im Moment habe ich keine Fragen. Wie komme ich an das Pulver ran? Ich habe es schon mal gefunden, ja, also... wir gucken hier nochmal durch. Wie war es? Deepwood, Blackstone, ein Troll, Lockenhabicht, Disaster, Elmer Frog. Was sagen wir, die Namen ja gar nichts. Fluffy, Fuffuffuff, Heike Cranger, Friederike Citybottom, Ingemar Thunderflash, Yoda Green Gnome. Okay, das ist eindeutig. Dann. Zip. Lennart der Akagamika. Levin from the Hills. Marcel makes a lot. Marco T. Mario Mushroom. Okay, das ist auch sehr eindeutig. Mark of the Southlands. Moevi van Hein. Mahodon Mudillo. Mit. Okay. Papa the Great, Percy Smith, Peter, auch ein Troll, René Beetle, Russell the Undead, Sascha, Charles Hukulatsch, Serena Deepman, Derpmanster, sorry, Speedster, Speedster, Theragor Beratan, Toby Corner, uiuiui. Und von UBZ. Zurück. Okay, schade. Kein Unge oder so. Ah, Mann, jetzt hat er das blöde Pulver da hingelegt. Ich könnte durchdrehen. Oh ja, meine Tasche, meine wertvolle Tasche. Noch fehlen ein paar Seiten. Aber wenn ich Glück habe. Ich will ihn nicht für viel Zauber ablenken. Ihm mit dem Automatisierungszauber? So nee. Korrekt und penibel wie Herr Bloch ab. Können wir seine Hose öffnen? Menno. Im Moment hat. Wirklich Fragen können wir an den ja auch nicht richten. Dieses komische Ding sie. Ach Mensch. Okay, jetzt hätte ich doch ganz gern mal Hilfe. Für mich langsam echt. Der Kamin verwirrt. Hier im Lehrerzimmer ist mit dem Kamin in der verschwundenen Bibliothek. Ich brauche ein Feuer, Kaminreisepulver und ein Weg. Mal kurz gucken, die der Kirche? Kamin hier im Lehrerzimmer Beine, ist mit dem. Ich brauche ein. Ja, gut. Ich brauche nur noch das Pulver. Ach Mann, ey. Der Schaukasten lässt sich nicht ohne weitere. So ein Schloss sollte uns eigentlich auch nicht aufhalten. Einfach Münzen reinwerfen? Den Kobold drauf loslassen? Im Moment habe ich keine Frage. Ob ich den Siegerbesen dafür missbrauchen könnte, die eingangs hat? Leider kann ich den Schaukast. Das ist ja blöd so ohne Schlüssel. Tap, 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 tap. Das ist fest, nicht wahr? Wir haben halt auch echt nichts Hartes dabei irgendwie. Auf keinen Fall. Den anderen Kobold hat er zu Matsch gehauen. Kann ich irgendwie rauslassen? Nee, gar nicht. Solange ich die drei Aufgaben nicht geschafft und dem die... Ich will ihm und der Ratsvorsitzende... Die drei Aufgaben der Hölle.
und die Katze des Wahnsinns. Wie soll ich da bloß hochkommen, um wie die meisten... Dafür brauchen wir bestimmt den Besen auf jeden Fall, aber ich kann das nicht öffnen. Wir haben gar nichts, was wir öffnen können. Und ich glaube, hier ist jetzt wirklich gar nichts mehr in dem Raum. Nöp. Ich habe schon alles weggeklickt. Alles. Und absolut jeden weggeklickt. Du hast noch den Kobold in der Federmappe. Ah, okay. Ja, gut, dann schmeißen wir die mal eben an den Kopf. Zeit für ein wenig Ablenkung. Aha, danke. Hoffentlich stürzt er sich wirklich auf den ersten, den ja, er sieht. Ja, ganz schlimmer Husten. Auf den kleinsten. Oh Gott, ey. So, das wäre das. Als nächstes... Ah! Da! Das! Ah! Vor allem sieht er uns auch gar nicht, nein. Die sind höher. Haben Sie das gesehen, Wetterquarz? Unverschämtheit! Unglaublich, was man sich hier gefallen lassen muss. Ganz schlimm, Herr Direktor. Ah, vielen Dank dafür. Das erspart uns, ich weiß nicht, bestimmt nochmal 10 Minuten. Oh, Gottes Willen, und jetzt weg hier. Hoffentlich in den richtigen da bin Kamin. Ich mal gespannt. Die Flammen haben sich verfärbt und das Feuer hat schlagartig seine ganze Hitze verloren. Ich glaube, es hat geklappt. Müssen wir jetzt noch was Der Kamin einrichten? Hier, ich brauche ein Feuer. Ich glaube, wir machen das einfach so, oder? Wir gehen jetzt einfach durch. Oh Gott. Das Feuer ist kein normales Feuer mehr. Es ist... Ich vermute, ich muss nur an die Symbole denken, die auf dem Plan neben Eule, Wurm und Ratte. Eule, Wurm und Ratte. Quasi wie eine Telefonnummer, ne? Wir haben es wirklich geschafft. Wow. Wo immer die verschwundene Bibliothek gerade ist, ich bin jetzt in ihr drin. Sieht ja echt ziemlich dunkel aus. Oh nein, bitte kein laufendes Buch. Hallo? Was ist es? Was will es hier? Mein Name ist Wilbur Wetterquarz. Wer spricht da? Es ist unheimlich. Es sollte nicht hier sein. Bitte keine sprechenden Bücher. Au. Oh Gott. Sprechende, laufende Bücher. Was zum... Es will sich losreißen! Hilfe! Es ist erwacht! Was will es? Dürfte ich vielleicht aufstehen? Es ist ziemlich unbequem hier. Haha, niemals! Aber irgendwann müsst ihr mich doch aufstehen lassen. Ist das möglich? Was? Dass wir ihn früher oder später aufstehen lassen müssen. Keine Ahnung. Die, Antwort auf deine Frage ist, lautet, Schon gut. Ich bleibe erst einmal liegen. Ha! Genau wie, Okay, wollen die sich jetzt auch ganz schlau machen, oder was? Wer seid ihr? Wir sind Bücher. Also, Ja, Bücher. Das ist ein Wort. Und ihr seid lebendig? Das geht dich gar nichts an. Ist die verschwundene Bibliothek euer Zuhause? Sie ist nicht verschwunden. War immer hier. Für uns andere da draußen ist sie verschwunden. Da draußen? Naja, in der Schule. Schule? Hast du davon schon mal gehört? Ich, Bücher. Man trägt sie an den Füßen. Nein, das sind Schuhe. Für deine Füße war die Dings hier verschwunden? Was ist geschehen?
Ich habe die Bibliothek entdeckt und ich habe Geräusche gehört. Das war dann wohl ihr? Das Buch ist mächtiger als der... als der... Dings. Wie heißt das noch? Also, zum Schreiben. Richtig. Das Buch ist mächtiger als der... Dings. Ich möchte euch nicht zu nahe treten, aber... Verwirrt? Ha! Was für Bücher seid ihr denn? Ich bin ein großes, Philosophiebuch und Dings. Ich bin ein, man trägt Wörter da. Ein Worteintrag, Erklärung. Irgendetwas, wie wäre es, wenn wir zusammen herausfinden, was hier los ist? Man kann ihm nicht vertrauen. Wir wissen nicht, was er... Es ist kein Buch. Ich sage, wir werfen es aus dem Fenster, damit seine Blätter in alle Winde ver... Ich glaube, du hast recht. Es hat eigene Gedanken, das... Tut mir leid, aber dieser... Vorsicht! Es reißt sie... Oh. Es kommt direkt auf uns zu! Was für ein Monster! Ich will euch nichts tun, aber... Hui. Irgendetwas ist hier doch mehr als seltsam. Und ich lasse mich nicht aus dem Fenster werfen. Es soll weggehen. Wir mögen es nicht. Wir kennen es nicht, es macht uns Angst. Garstiger Hobbit. Na, ich bin kein Hobbit, ich bin ein Gnom. Könnt mich mal, ihr wortlosen Bücher. Ja, es scheint halt, als ob die irgendwie ihre eigenen Wörter nicht mehr kennen oder überhaupt, was sie zu tun haben. Weiß nicht, mal gucken. Mal erstmal wieder irgendwo. Wenn es dir nicht so unheimlich wäre, könnte die Bibliothek ein richtig schöner Ort sein. Ich glaube, früher war sie das einmal. Zierdeckchen sieht man sonst nicht in der Schule. Direkt so mitnehmen. Nicht erst noch drei weitere Nebensätze. Im Nasenloch. Ein Zettel. Bestimmt, was wir suchen. Das ist ein Zauberspruch. Oh. Ich glaube sogar... Ja. Es ist der Feuerzauber. Der wichtigste Spruch für Zauberer. Endlich habe ich ihn. Brauchen wir hier ja auch. Wobei wir einfach schon mal so Zauber... also Feuer gemacht haben. Lea, alles was da mal... ich brauche Holz für den Kamin. Und bevor ich Bücher oder... Das ist auch clever. Der Schreibtisch sieht nicht aus, als sei er für lesende Schüler gedacht. Er könnte dem Bibli... Und wenn ich mir so die Werkzeuge ansehe, könnte ein großer Teil seiner... Oh. Richtiger Buch. Oh. Noch eine Buchseite. Ich stecke sie ein. Das sieht auch aus wie einer. Oh, dieses Buch ist in einem mehr als schlechten Zustand. Es ist aus dem Leim gegangen und mehrere Seiten fehlen. Ich kann mir das ja reparieren. Eine der Seiten. Ich stecke sie ein. Ich glaube, jetzt müssen wir tatsächlich alle haben oder so. Wenn ich das Buch reparieren könnte, würde das die anderen Bücher vielleicht davon überzeugen, dass ich es gut mit ihnen... Ich müsste dafür die fehlenden Seiten... Dumm, de du, de lüt. Hä? Was? Weißt du etwas über Buchreparatur? Ich weiß alles. Man muss die Seiten zusammennähen, oder? Korrekt. Die sogenannten Lagen. Und diese Lagen werden dann in das Buch... Korrekt. Man benötigt dafür... Alternativ können auch alchemistisch hergestellte Klebstoffe oder... Oh nein, kein Trollrotz, bitte nicht. ...wie zum Beispiel Trollrotz verwendet werden. Das wird eklig. Trollrotz? Ich werde aber nicht meinen Zauberstab in seine Nase stecken. Könnte vergessen. Trollrotz bildet die Grundlage vieler... Danke für diese wertvolle und etwas eklige Information. Boah, Trollrotze. Dankeschön. Die Bücher haben sich in die Regale zurückgezogen. Ich kann... Die Mauer sieht auch sehr verdächtig aus. Dieser Bogen. Es sieht aus, als gehöre hier eine Tür hin, aber es ist fast, als hätte sich dieser Raum vor der Welt Diese Wand. Okay, können wir vielleicht doch noch irgendwie einreißen. Ich glaube, da oben geht die Bibliothek noch weiter. Man kann kaum etwas erkennen, weil es so dunkel ist. Und ich... Wenn der Bibliothekar nicht gerade ein Tier, ich meine, ein Affe war, weiß ich nicht. Vielleicht war es ja ein wunderschöner Vogel. Können wir vielleicht mal Feuer machen. Theoretisch Davon können wir dann auch zurück. Direktor Bloch lieber nie erfahren. So, Schuleigentum, ne? Lalala.
Aber schön, dass wir hier echt Zauber sammeln. Ignifactius Ignisfero. Langsam habe ich den Dreh richtig raus. Was hat es getan? Es hat den roten Fresser gerufen. Oh ja. Wir können ihn auch gerne grün machen. Das war der Rest des Kaminreisepulvers. Aber ich glaube, es hat gereicht. Ich dachte, der hatte so viel davon. Hatten wir echt geguckt, wie wir zurückkommen? Mit welchen Sprüchen? Das flüstert das Feuer. Huch. Ich glaube, wir brauchen erst den Treurotz, bevor wir hier wieder herbasteln gehen. Das hat sonst keinen Sinn. Leuchtquallen überleben normalerweise nur einige Jahre, wenn sich niemand um sie... Vielleicht haben die Bücher sie gefüttert, damit sie hier nicht völlig im Dunkeln hocken müssen. Ja, die wollten bestimmt auch Licht haben. Wäre das nicht schrecklich? In einer Bibliothek eingeschlossen zu sein und nicht genug... Wäre echt schlimm, aber ich... hoch. Mal gucken, ob ich die da reinpacken kann. Mit einzelnen Blättern komme ich hier nicht weit. Ich muss alle Seiten mit Nadel und Faden... Ah, okay, dann... Basteln wir erstmal? Sind das alle? Ja, ich könnte die Seiten später zu einer... Nee, wir haben da nicht alle. Okay, wir gehen da mal suchen. Und hoffentlich wieder zurück. Ah, der hat sich bestimmt die Regel gemerkt von der Seite. Also Treurotz. Und uns fehlt noch eine Seite. Fragen wir ihn direkt? Hallo! Wir können zumindest mit ihm reden. Alter, wieder. Alter, muss er ständig nerven? Direktor Bloch hat ausdrücklich ange... Aha. Also. Klar. Dann... Natürlich. Du ver... Nein. Egal, was ich tue, du gibst... Doch. Ich muss weiter. Er hat uns jetzt echt den Besen gegeben? Also, oder was auch immer er da hat? Ich habe gerade... Brauchen den Schnodder. Wir zahlen auch dafür. Wir zahlen gut dafür. Der Nasebohren. Ach, hier, guck mal, ein Taschentuch, natürlich. Guck mal hier, ist das nicht schön? Hässlich. Das stimmt nicht. War so klar. Aber jetzt fehlt mir trotzdem noch eine Seite. Danke, ach, Mann. Dass du es mir gezeigt hast. Ha, ich habe dich reingelegt. Oh, wow. Wirken überhaupt nicht wahnsinnig, oder? Und guck mal hier, ich meine, das ist auch eindeutig, dass hier die Bibliothek dahinter ist, wenn das so eingemauert ist und hier so Alpha, Omega, so, aber es wird jetzt eine Seite. Ich glaube, wir müssten fast mal die Akten durchgehen, oder? Ob da noch irgendwo einer dazwischen steckt? Er hat ja sicher keine mehr. Axel kann seine Schulgebühren nicht mehr bezahlen, da er sein ganzes... Beaveris versuchte, Holz in Gold zu verwandeln. Am Ende... Schüler Brian gelang als jüngstem Schüler überhaupt ein... Er teleportierte sich 20 Meter in... Burnison von der Hochwindsee brachte den Südflügel der Schule durch einen Nieser zum Einsturz. Daniel A. Lockenhabicht. Schüler Lockenhabicht beschwor einen magischen Wald. Disaster. Der Schüler Disaster kam bei einer verheerenden Explosion in der Nähe eines Kamins ums Leben. Sein letzter Aufsatz von der Entwicklung meines Furzspruchs wird seinen Hinterbliebenen übergeben. Boah, eklig. Elmar Frog. Elmas Vater, der königliche Henker, bat uns, die Schulakte seines Sohnes einsehen zu dürfen. Sieht aus, als wäre... Okay, ein paar Seiten rausgerissen. Na, jetzt ist er ein ganz netter Junge auf einmal. Fluffy Fofoffoff verwandelte pures Gold in ein schmackhaftes Stück Brot und widerlegte damit die alte Redensart, dass man Gold nicht essen könne. Heike Granger. Hexe Heike nutzt trotz mehrfacher Verwarnungen den schuleigenen Palantir für Ferngespräche. Friederike Sillybottom hat beim Stadtrat eine Namensänderung beantragt. Sie wird ab sofort als Friederika Sillybottom.
Ingemar, trotz mehrfachem Nachfragen will uns der Schüler Ingemar seinen echten Nachnamen nicht nennen. Niemand heißt Thunderflash. Yoda Grüngnom. Gute magische Fähigkeiten, aber fürchterliche Grammatik. Finde ich gut. Musste ja was kommen. Ah Gott, das ist ein ganzes Stückchen hier. Ich glaube, wir finden den Zettel hier drin nicht. Lennart, der Akademiker. Lennart, der Akademiker, Zauberer mit Köpfchen an den Knöpfen, brach mehr Hirne als Herzen. Zuletzt sein eigenes, was ihm eine Zelle in der Irrenanstalt von Arkhamstein einbrachte. Ja, wir reden auch gleich mit dem Direktor nochmal, aber... Levin von den Hügeln. Oder nicht. Begabter Feuer- und Wassermagier. Leider löschen sich seine Talente gegenseitig aus, sodass er als einer der unfähigsten Magier seines Jahrgangs gelten muss. Marcel makes a lot. Schüler Marcel beschwört große, haarige Säugetiere und weigert sich, damit aufzuhören. Oder ist das nicht lustig hier? Es ist einfach viel, finde ich. Okay, wir hören halt einfach auf. Okay. Na, wir gucken mal. So. Entschuldigen Sie. Ja. Ich war in der Bibliothek. Sie ist in Ordnung. Mehr oder weniger. Tatsächlich? Naja, es ist nicht ganz einfach hineinzukommen. Das ist inakt. Die Bibliothek ist ein Raum wie jeder andere auch in diesem durch die Tür. Aber wie? Es ist mir egal wie. Dann kann ich auch endlich dieses lose Blatt hier dahin. Dann hat er das doch. Das ist doch garantiert der letzte Zettel. Dieser Zettel, den Sie da haben. Ja, so scheint es. Der Reisende, offenbar ein Forscher, erzählt von einem Land namens Laputa. Laputa. Dort sollen alle Künste, Wissenschaften, Sprachen und Hand. Sehr spannendes Konzept. Wenn Sie mir die Seite geben könnten. Ich bin sicher, alles nimmt. Hier. Da geht das. Sehr okay, gern. Doch, ja. Sicher doch gerne. Danke. Jetzt sollten wir auch alles haben dann dafür, ich das Buch. Können ja schon mal zurückgehen. Ist irgendwas übersprungen? Bestimmt. Eieiei. Also ich finde es ja nicht schlecht hier mit der Zauberschule, aber ich glaube, irgendwie ist das ein bisschen langatmig. Reden wir zu viel oder brauche ich so lange, um die Rätsel alle zu lösen? In Ordnung. Ich nähe die 7 zusammen. Geschafft. Eine schöne neue Buchlage. Echt? Ist dein Lieblings-Skippy-Film? Ah, ich weiß nicht. Besser, ich schmiere den Kleber in den... Die Gefahr, dass einzelne Seiten zusammenkleben oder alles Okay, dann machen wir das so rum. Ah, ich finde halt wirklich Prinzessin Mononoke echt nice. Das irgendwie nach wie vor. Und Chihiros Reise ins Zauberland natürlich. Das ist ein mega Klassiker. In Ordnung. Ich schmiere etwas Trollrotz in den Buchrücken. Und Aria, die war auch ganz süß. Und dann klebe ich die Lage vorsichtig ein. Das war's. Also Laputa ist halt das fliegende Schloss im Himmel. In dem Fall. Ach, Katze hängt in meinem Bein fest. Ich versuchte aufzustehen, konnte mich aber nicht bewegen. Während ich auf dem Rücken lag, bemerkte ich, dass meine Arme und Beine festgebunden an dem Boden hafteten. Dasselbe war mit meinen sehr langen und dicken Haaren der Fall. Auch fühlte ich mehrere kleine Binden am ganzen Leibe, von den Achselhöhlen bis zu den Schenkeln. Ich konnte nur aufwärts blicken. Die Sonne war sehr heiß und ihr Licht blendete meine Augen. Ende. Ach, ja. Du kannst mich lesen. Na, natürlich. Du bist sogar eines meiner Lieblingsbücher. Lies weiter. Du meinst, ihr könnt... Oh. Lies mich auf. Bücher können nicht lesen. Wir müssen gelesen werden. Wenn man nicht aus uns liest, verblassen... Oh, das... Ich würde euch gerne allen helfen. Aber ich habe noch so... Bücher lesen ist uralte Magie. Was bedeutet das? Für ein gutes Buch ist immer Zeit. Also... Ich! Ich! Nimm mich! Oh Gott, oh Gott.
Alle Bücher. Ist ja ganz die Bibliothek. Es war die beste Zeit, es war die schlimmste Zeit. Es war das Zeitalter der Weisheit, es war das Zeitalter der Torheit. Ja, also das Fliegenschloss im Himmel ist schon echt nice. Aber die das andere war nicht toll! Schlecht. Das werde ich so bald wie möglich wiederholen. Na, wie habe ich das gemacht? Und wie lange war ich weg? Nicht lang genug. Oh. Aber es scheint so, als würde er sich angefangen haben zu putzen hier. So rechts, links mit ihm Staub. Ich habe gerade nichts mit ihm zu bereden. Aber wir müssen noch irgendwie dieses blöde Schloss öffnen. Wow. Das Leben ist endgültig in diese Bibliothek zurückgekehrt, wie es scheint. Jetzt liegen die hier überall rum, ne? Was hat sich denn da gebildet? Ein ganzer Wald. Was ist denn mit die... Eine traurige Geschichte. Das Undicht vielleicht. Da kommt je... Ganz recht. Deswegen sollte man ihnen helfen, bevor sie kaputt gehen. Ach, er schon wieder. Das hatten wir doch schon. Der Bücherfreund hat keine Zeit für Albernheit. Zeit. Die Bücher sind kaputt und wir können... Also irgendwie ein Zeitzauber oder sowas. Eine tolle Truppe. Ich habe nicht jedes der Bücher gelesen. Als ich erst einmal angefangen hatte, es war, als seien sie aus einem langen Schlaf erwacht. Ich musste nur ein... Der Text kam zurück, tief schwarz und gestochen scharf, und sie fingen an, aus sich zu zitieren. Alle auf ein... Oh, schon süß. Also für Bücher. Ich bin nicht verrückt, nein. Was ist das hier? Hallo, bist du lebendig? Du beißt mir doch nicht die Finger ab. In Bracken ist es Männern gesetzlich verboten, ihre Frauen an Sonntagen böse anzuschauen. Finde ich gut. In Belzine ist es Frauen verboten, einen falschen Schnurrbart zu tragen, wenn dieser Tempelbesucher zum Lachen verleiten könnte. Seltsame Gesetze. Was haben sich unsere Gesetzesgeber so... In Shindulla ist es Männern wie Frauen über 18 Jahren gesetzlich untersagt, ihren Mund zu einem Lächeln zu öffnen, wenn dabei mehr als ein fehlender Zahn sichtbar wird. Mehr als so einen also Unfug kann fehlende sich doch niemand Zähne. Ausdenken. Das sind oder die albernsten Gesetze von... In Seefels ist es öffentlichen Mitarbeitern unter 1,5 Metern Körpergröße verboten, arbeiten in mehr als 3 Metern... Puh, das Buch kommt mit. Ist ja geil. Schöne Ausrede zum Arbeiten gefunden. Aber wir sind hier noch nicht fertig. Das Feuer ist nun wieder ein ganz normales Feuer. Ich weiß, es müsste eine lange Zeit gewesen sein. Und doch ist sie wie im Fluge. Die Bücher haben recht. Selbst der beste Buchbinder könnte... Die Bücher haben... Selbst der... Haben wir denn irgendeinen... Zauber dafür? Nee, ich glaube nicht, ne? Wir können mit den beiden Büchern aber noch mal reden. Hallo, Freunde! Selig, wer sich vor der Welt ohne Hass verschließt, einen Freund am Busen hält und mit dem genießt. Wilbo, der Bücherfreund, ist zurück! Ja. Gesunkenen Hölfen. Euch scheint es ja wie... Wir haben so viele Geschichten zu... Morgen werde ich mit meinen Schülern herkommen. Und wie? Die Tür zur Bibliothek ist wieder aufgetaucht. Hoffen wir es. Wir wollen doch nicht, dass ich die Bibliothek... Meinst du, deswegen war sie verschwunden? Philosophiebücher, die keine Gedanken halten können. Wörterbücher, die... Du hast vorhin... Du hast es doch selbst... Bücher, die nicht mehr gelesen werden, nur so lange, wie gelesen werden. Sind eigentlich alle Bücher hier lebendig? Nein. Oh, einige Bücher bleiben tot. Ich hatte früher in der Schule ein Mathebuch. Bei... Kann ich mir vorstellen. Aber Mathe ist doch toll. Ich muss weiter. Hab noch... Auf Wiedersehen. Mach ich. Okay, mit dem sind wir durch. Aber vielleicht mit dem anderen hier nochmal? Wilbo! Du hast auf mich ge... Natürlich. Philipp... Ich kann mich nicht daran erinnern, dir schon mal begegnet. Bist du ja auch nicht. Doch, natürlich. Viele Jahre in der Vergangenheit. Ich sag doch erst, es ist der alte Gnom von damals, der irgendwie einen Drachen da getötet hat. Das ist so klar. Wer bist du? Nenn mich Albert. Albert, das Buch der Zeitreisen. Oder wahlweise. Ich weiß alles, was es zum Thema Zeitreisen zu... Kapitän Nate ist in der Zeit zurückgereist. Ja. Aber unser verwirrter Freund da meint, man könne ganz ohne Magie in der Zeit... Nur in die Vergangenheit.
die Zug... Schon mal das Wort Paradoxon gehört. Wenn es möglich wäre, könnten wir die armen Bücher davor retten, durchgeweicht zu werden. Oh ja, das wäre nice. Und wie genau soll das deiner Meinung nach funktionieren? Nun, wie alle Reisen mit Büchern funktionieren. Du liest über eine Zeit, stellst sie dir genau vor und dann schwupps bist du da. Schwupps, toller. Es funktioniert. Würde es nicht funktionieren, hätte ich nie etwas von dieser Methode erfahren. Es kann nicht schaden, wenn ich es mal versuche. Bist du dir ganz sicher? Die Vergangenheit ist ein seltsamer Ort. Erzähl mir davon. Also gut, hör zu. Jahre später. Und die Welt war dieselbe und doch anders. Oh Gott, nein. Was ist das hier? Krass. Wir sind in der Zeit zurückgereist. Die Bücher sind immer noch, oder vielmehr schon, vergammelt. Ich bin nicht weit genug zurückgereist. Oh oh. Wo ist das Buch? Abgesehen davon, dass alles so seltsam aussieht, hat sich in der Bibliothek nicht viel geändert. Es gibt ein paar Bücher mehr und dafür etwas weniger Staub. Das ist alles. Ach Gottchen. Oh Gottchen, ey. Abgesehen davon, es gibt auch in dieser Zeit... Hallo, was heißt... Wir konnten schon immer sprechen. Wilbur. Aus der... Pfiff. Glaubt er wieder nicht. Das ist genau der Skeptiker von gerade eben quasi. Hier liegen ein paar Nägel mit... Ich nehme ein paar mit. Na, sehr gut. Abgesehen davon... Das ist doch das Gleiche. Aber ich bin nur hier, um die Bücher zu retten. Okay. Und bleiben wir halt hier drinne. Wir haben doch keine Bretter mehr. Wie können wir denn... Handvoll Nägel. Im Moment habe ich keine Fragen. Was könnten wir denn machen? Die Nägeln. Sagt... Warum sieht hier plötzlich... Seltsam. Es sah hier noch nie anders aus. Doch. In meiner Zeit ist alles viel... Doch. In der Zukunft ist also alles schärfer. Ich zum Beispiel. Und ich bewege mich irgendwie auch ganz komisch. Hast du in letzter Zeit einen harten Schlag auf den... Vielleicht solltest du einen Medikus auf... Die Bücher dort in der Ecke... Eine tragische Geschichte. Vor einigen Jahren sollte jemand ein Loch... Deswegen bin ich hier. Ich bin wohl nur... Kann ja mal passieren. Ein Buch über Zeit... Es hat nicht aufgehört, über seine dummen Zeitreisen zu sprechen. Ich werde mich hier noch ein wenig... Ganz viele... Hier müssen wir es wieder befreien. Dann haben die es einfach ausgesperrt. Hier das einfach Blaue, ne? Einfach ein Buch unter seinesgleichen zu begraben. Also wirklich. Nicht sehr nett, was die anderen das mit Geräusch. Dir gemacht haben. Ach Mann, voll toll. Bücher sind sehr konservativ. Wenn man einmal etwas... Es hat... Das lässt... Die Zeitreise... Ich habe... Es hat funktioniert. Schick mich noch ein paar Jahre in die Vergangenheit. Wie? Das hier ist eine magische Bibliothek. Ich verstehe. Ah. Oh Gott, ich habe Angst. Ich habe so Angst. Keine Sprachausgabe mehr. Oh, hier ist ein Kasten. Ja, du kannst nicht mehr reden. Das ist eine Bibliothek. Warum schreist du hier so rum? Aber das ist es ja. Ich kann mich nicht hören. Huch. Die Wörter, die ich sage, ich bin stumm. Albernes Gerede, wenn du stumm wärst, wie könnten wir beide uns dann miteinander unterhalten? Ich weiß nicht. Sehr merkwürdig. Deine Werkzeugkiste, endlich eine Spur des unzuverlässigen Handwerkers. Bestimmt so ein Troll. Abgeschlossen. Haben wir nicht einen Öffnungszauber? Bitte, bitte, bitte. Nein! Oh Mann. Wir haben... Oh, hier ist sogar eine Leiter. Dann können wir nach oben. Die Leiter führt bis zu einem Rundgang dort oben. Von dort kann man vermutlich das Dach erreichen. Ohne Dachpappe oder etwas in der Art kann ich das Dach nicht flicken. Können wir nicht einfach die Bücher weglegen? Hey, ihr seid Heiler. Wegen des Lochs in der Decke. Wird euch regnen und ihr werdet nass. Ach, darum wird sich schon jemand kümmern. Mhm. Ich komme aus der Zukunft und ich sage euch, ihr befindet euch in schrecklicher Gefahr. Ach, ihr jungen Leute, müsst immer alles überdramatisieren. Aber kaum liegt man ein paar Jahre hier, soll man schon wieder woanders hin. In der Ruhe liegt die Kraft, mein hektischer Freund. Aber das Dach, das Loch... Ihr müsst einfach nur ein Stück zur Seite rutschen. Dann kann euch das Wasser nichts antun.
Wir sind zu alt, um uns zu bewegen. Außerdem ist das hier unser Platz. So wichtig kann der Platz wohl doch nicht sein. Vor allem, wenn es um euer Leben geht. Nicht so wichtig? Dieser Platz hat genau den richtigen Abstand zum Kamin und schön warm zu sein. Aber nicht zu warm. Im Sommer treffen sich hier zwei Luftströme von da und dort. Und wir haben den ganzen Raum gut im Blick, ohne uns ständig drehen zu müssen. Wir bleiben genau hier. Es ist unser Platz. Ich sehe die Leiter und das Werkzeug, aber ich sehe keinen Handwerker. Oh, er ist kurz rausgegangen, etwas holen. Er kommt nicht zurück, da bin ich mir ziemlich sicher. Wieso, im Frühjahr ist erst 5 Jahre her, dass er verschwunden ist. Irgendwann in den nächsten 20 Jahren schafft auch die Leiter und das Werkzeug hinaus. Ihr seid schon, da seid ihr schon vergammelt. Na hör mal, sowas sollte man aber nicht zu Büchern sagen. Und wir haben bestimmt noch das eine oder andere Jahrhundert vor uns. Ich komme gleich wieder. Wir bleiben hier. Mhm. Ja, das ist ja das Problem. Ah, diese Bücher, mit denen kann man echt nicht reden. Ja, was zum Öffnen, ne? Ich glaube, wir reden aber doch leider nicht mehr mit den... Mit... Jetzt gibt es wohl eine Handvoll Farben. Verrückt. Was würde wohl passieren, wenn ich immer weiter in der Zeit zurückreise? Irgendwann einfach auflösen? Nein. Wir können ja nochmal reden, oder? Ach, das wusste der auch selber nicht. Oh, er ist frisch gebunden. Okay. Genau, dann erklären wir ihm erstmal, was die Zeitreisen sind. Ach ja. Juhu. Warte, wohin rennt er gerade? Okay, zurück kommen wir schon mal nicht. Danke dafür. Abgeschlossen. Kein Handwerker in Sicht. Kriegen wir das dann auf? Feenzauber? Automatisierung? Verwirrt. Was haben wir denn noch? Also der Öffnungszauber wollte ja nicht. Das Gesetzbuch. Vielleicht hätten wir gar nicht zurückgesollt. Ich hoffe, ich habe gerade das Spiel nicht kaputt gemacht. Schon länger nicht mehr gespeichert, ha? Ich drohe euch einfach mit Feuer. Und wir können nicht raus, richtig? Ach ja, Jemine. Das wären wir doch eigentlich gar nicht vor uns. Die Leiter, das Werkzeug und das da. Und die haben keine Pappe zum Verschließen, glaube ich. Ich glaube, mehr als die Hotkeys auch nicht. Oh oh. Oh oh. Wenn wir jetzt das Feuer ein bisschen pusten, ist es da nicht zu heiß und die Bücher müssten weggehen? Ich habe keine Fragen. Erzähl mal sowas nicht. Mehr haben wir echt nicht. War das vielleicht ein Fehler mit den Zurückreisen? Hätten wir erst unseren Putzdienst quittieren sollen? Aber dann werden ja die Bücher noch so vergilbt. Das will man ja auch nicht. Schau doch einfach ganz neumodischen Kram hier an. Jugendlichen und bunte Bilder, überall fürchterliche Musik. Ah, okay, er schickt uns wieder zurück. Alles klar. Du befindest dich in einer hell erleuchteten Bibliothek. Vor dem hell erleuchteten Kamin schläft ein dicker Mann in Latzhose. Der Geruch von Alkohol steckt dir in die Nase. Oh Gott. Ein schnarchender Mann mit 3-Tage-Bart in einer dreieckigen Latzhose. Neben ihm liegen einige leere Weinflaschen. Um den Hals hat er einen Lederriemen und mit einem Schlüssel hängen. Nimm den Schlüssel. Du versuchst, den Knoten des Lederriemens zu lösen, doch er ist zu stramm, um ihn zu lösen. Ich bekomme den Knoten nicht auf und über dem Kopfstreifen kann ich ihm den Riemen auch nicht. Ich komme nur gerade so ran. Ja, Laschenöffnungszauber. Mit Lederriemen. Du holst deinen Zauberstab hervor und vollführst beeindruckende Magie. Der Knoten im Lederriemen um den Hals des betrunkenen Mannes öffnet sich, der Schlüssel rutscht vom Riemen und bleibt auf dem dicken Bauch des Mannes liegen. Blech, D.
dicker Bauch. Gib mal her, Herzer. Nimm den Schlüssel. Du nimmst den Schlüssel vom dicken Bauch des Mannes und hältst ihn triumphierend in der Hand. Ich habe ihn. Schön. Können wir jetzt wieder zurück? Betrachte die alten Bücher. Du betrachtest die alten Bücher, die noch genauso auf ihrem Platz liegen, wie sie in anderen Zeit taten. Wie zu erwarten, sie sind heiler, aber haben sich kein Stück bewegt. Red mit alten Büchern. Hallo, wer bist du denn, dein Gehilfe des Dachdeckers? Könnte man so sagen. Ich komme gleich wieder, wenn es sein muss. Ah, nee, dann, ach, wie kommen wir denn jetzt wieder dahin? Also jetzt haben wir den Schlüssel, jetzt müssen wir ja nicht mehr... Ah, das ist mir jetzt unheimlich. Die Welt besteht aus nicht mehr als Buchstaben und irgendwelchen Symbolen. Eins weiß ich genau, ich werde nicht noch weiter zurückreisen. Ich glaube, die Bücher können uns wieder helfen, ne? Vielleicht können wir die auch einfach nur ansehen, ich weiß gerade nicht. Sah es hier schon immer so aus? Wie sollte es denn sonst aussehen? Naja, bunt, mehr Sachen, weniger zum Lesen. Warum sollte man Dinge sehen wollen, anstatt darüber zu lesen? Wie willst du den lieblichen Duft von Jasmin an einem Frühlingsmorgen sehen? Oder sehen, dass ich dir nicht vertraue, weil du dich selber halt vermützt trägst wie ein Lehrer, der mich vor Jahren einmal fallen gelassen hat? Es gibt keinen vernünftigen Grund, warum man auf all das verzichten sollte. Der Handwerker ist mit dem Dach noch nicht weit vorangekommen, wie es scheint. Er hat heute die Rolle Dachpappe hier reingeschleppt, guter Mann. Guter Mann, warum arbeitet er nicht weiter? Heute? Junge Leute, hat das mal so eilig und dann wird immer alles nur schnell, schnell gemacht. Aber es wird wenigstens gemacht. Ach, der Handwerker weiß, dass man mit Ruhe und genauer Planung letztendlich zu einem besseren Ergebnis kommt. Ich müsste mal in die Zukunft reisen. Was willst du denn da? Keine Zeit zu streiten. Hör zu. Ach nee, Mist. Die Dachpappe vielleicht hätten wir mitnehmen sollen? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall müssen wir wieder da hinkommen. Den haben wir auch schon mal. Ja, wir müssen nochmal zurück. Der alte Zeit, bla bla. Vielleicht können wir uns einfach umsehen. Du schaust dich aufmerksam um. Keine Leiter, keine Werkzeugkiste, dafür die Rolle mit Dachpappe. Ich habe das Gefühl, der Handwerker ist nicht allzu gut organisiert. Vor allem ist sie dann später verschwunden. Die nehmen wir auch mit. Stimmt, ist die schwere Rolle. Danke. Die alten Bücher. Wieder mal. Du schon wieder. Keine Zeit zu streiten. Hör zu. Danke. Jetzt sollten wir eigentlich alles haben, oder? Können wir jetzt auch oben gehen? Also los. Später. Das war's. Das Loch ist geflickt. Aber irgendwas anderes noch. Sarkastisch? Wäre doch schon mal schwer zu sagen, wenn man keine Stimmen hört. Aber wir haben noch alles. Nein, echt super. Ich habe euch das Leben gerettet und ihr solltet mich nicht verschaukeln. Und das habe ich empört gesagt. Du bist ein Held. Das war bitte nicht ironisch. Trotzdem machen sie sich nur über mich lustig. Ich glaube, ich zumindest. Oder? Naja, die gute Tat sollte dann genug sein. Trotzdem hätte ich mir etwas Anerkennung gewünscht. Hey, ihr Bücher, hört meinen Bericht über eine Zeit, die danach kommen wird. Ich mag keine Science Fiction. Dort gibt es eine zusätzliche Dimension. Wie nennen sie? Die dritte Dimension. Oh, was ist das? Endlich. Lieber Wilbur. Hey, eine Nachricht des Zeitreisebuchs. Kurz nachdem du in deine Zeit zurückgereist bist, habe ich die Bibliothek verlassen. Es gibt da draußen viel zu entdecken. Zeitreisen müssen doch auch ohne Magie und außerhalb einer magischen Bibliothek. Ich möchte mich für alles bedanken, Bücherfreund. Vor allem aber dafür, dass du mir ein Thema mehr... Nimm als Dank mein Geschenk. Möge es deinen klugen Kopf stets trocken halten. Wow! So ein schicker Hut. Ein Papierhut. Oh, Katchen. Zeitgereist sind wir auch noch. Okay. Ich würde sagen, wir geben eigentlich noch das Buch ab, quittieren unseren Dienst und gehen nach Hause. Reicht ja langsam. Aber ich glaube, ich mache das ganz gut. Ich meine, heute mal ein Tipp. Beim letzten Mal, glaube ich, auch schon einer. Ich weiß gerade nicht. Irgendwas war da. Wegen Garten oder sowas? Ich glaube schon.
Ah, aber doch, doch. Gar nicht so schwierig. Aua. Herr Direktor, bitte werfen Sie einmal einen Blick hier. Was ist da? Haufenweise alte Gesetze und... Tatsächlich? Meinen Sie, dass die noch gültig... Aber natürlich. Solange ein Gesetz nicht formal... Eines der Gesetze besagt, einem Staatsbediensteten unter 1,5 Metern Körpergröße ist... In der Tat. Und trotzdem wollen Sie, dass ich die Spinnweben in der Eingangshalle ent... Oh, natürlich nicht. Professor Wetterquarz, ich möchte mich in aller Form bei Ihnen entschuldigen. Ich hätte das nicht von Ihnen verlangen dürfen. Ich kannte das Gesetz nicht. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Aber ich vergebe Ihnen. Können wir die Aufgabe, die Spinnenweben zu entfernen, damit als erledigt betrachten? Selbstverständlich. Lassen Sie mir das Buch bitte hier. Ein altes Gesetzbuch kann beim Aufbau einer neuen Ordnung nur nützlich sein. Solange ich dann nicht wieder arbeiten muss. So, den Schaukasten. Ich glaube, darum kümmern wir uns beim nächsten Mal. Ja, reicht. Ich habe genug. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Es waren jetzt auch ein bisschen weniger Andeutungen als beim letzten Mal insgesamt, glaube ich. Na doch. Viel weniger. Oh, mehr Harry Potter, weniger andere Sachen. Quatsch, ich sehe auch zu einem Zauberer dazu. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wir sehen uns dann morgen wieder bei A Way Out. So, naja, kurz nach 18 Uhr. Können ein paar Minuten später werden, auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz werden wir das bestimmt morgen beenden. Ich freue mich so drauf. Ja, also dann macht's gut, noch einen schönen Abend und nicht zu sehr mit Büchern anlegen, ne? Die haben es echt in sich.